Oh, die Katze ist so flauschig. Ich muss sie jetzt kuscheln. Nix kuscheln. Wir müssen jetzt eine Folge aufnehmen. Och, Menno. In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Spektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum. Ich komme aus Österreich und verwende keine Pronomen. Hallo, hier ist Noah. Ich bin demiromantisch und asexuell. Ich komme aus Deutschland und ich denke, das reicht zu mir. Genau, und für die heutige Folge haben wir uns wieder zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal Stefan. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Stefan, komme auch aus Deutschland und bin eher heterosexuell. Denke aber, dass ich durchaus für mehr offen wäre. Und dann ist hier auch noch Yoshi bei uns. Genau, mich kennt ihr schon aus einer früheren Folge. Genau, ich bin Yoshi. Ich bevorzuge in der Tat gar kein Pronomen. Ich komme aus Deutschland, bin Ace, Aro und Agender, also überall ein A vorschreiben und dann passt das. Noah, worüber reden wir heute eigentlich? Ja, wir reden heute über sensuelle Anziehung. Wir wollen uns fragen, was das eigentlich ist, woher der Begriff kommt, genau auch abgleichen, was sensuelle Anziehung nicht ist. Und genau, wir haben auch wieder eine schöne Community-Umfrage für euch und wollen natürlich mit unseren beiden GästInnen gemeinsam darüber reden. Wird spannend. Und als Einstieg wollen wir uns jetzt gleich einmal ansehen, was ist sensuelle Anziehung denn überhaupt? Weil um über etwas sprechen zu können, müssen wir uns erstmal fragen oder müssen wir erstmal wissen, worum es heute überhaupt geht. Und zwar sei hier vorweg gesagt, dass wir uns dem Begriff wieder nur asymptotisch annähern können. Das heißt, wir können nie ganz genau den Begriff oder nie ganz genau sagen, was der Begriff bedeutet, sondern immer so, nur so ungefähr. Trotzdem wollen wir uns jetzt erst einmal anschauen, was für diese Art der Anziehung überhaupt beinhaltet. Und das beginnen wir, indem wir uns einmal den Begriff sensuell anschauen. Noah, kannst du mir sagen, was der Begriff sensuell eigentlich bedeutet nach dem Wörterbuch? Sensuell kommt aus dem Lateinisch-Französischen und das hat mehrere Bedeutungen, unter anderem die Wahrnehmung durch Sinnesorgane, die Sinnesorgane betreffend, heißt das so viel, und auch einfach sinnlich wahrnehmen. Also das ist jetzt quasi die Definition nach dem Duden. Und vorrangig meinen wir eben hier mit den Tastsinn, also den taktilen und das haptische. Genau. Gut, und wenn sensuell jetzt sich auf die sinnliche Wahrnehmung bezieht, dann bezieht sich sensuelle Anziehung quasi auf das Verlangen einer Person, auf einer körperlichen Nähe nahe zu sein und sie sensorisch zu erleben, richtig? Ja, würde ich so sagen, genau. Wichtig wäre dabei noch zu sagen, dass diese Form von Anziehung nicht sexuell sein muss oder nicht sexuell ist. Ja, dann bleibt natürlich die Frage, warum sprechen wir jetzt eigentlich darüber? Und einfach ganz einfach, weil Sprache mitunter eben ungenau ist und daher die Notwendigkeit für präzise Begriffe besteht und eben die Beschäftigung uns mit verschiedenen Begriffen uns lehrt, dass sich eben Sprache auch verändert und Bedingungen, Bedürfnisse, aber auch Bedeutungen von Wörtern damit immer wieder verändern können. Und Finn, woher kommt der Begriff eigentlich? Ja, der Begriff wurde zum ersten Mal 2009 im Avon-Forum diskutiert und in den Raum geworfen. Damals hat man versucht zu verstehen, warum Ace-Personen in Partnerschaften mitunter durchaus körperliche Nähe suchen oder Zärtlichkeiten und körperliche Nähe wollen. Und das, obwohl die Partnerperson jetzt nicht als sexuell anziehend empfunden wird. Das heißt, man hat dafür Worte gesucht und dabei hat sich dieser Begriff sensuelle Anziehung als nützlich und als eine gute Beschreibung bzw. ein gutes Konzept herausgestellt. Und manchen Menschen ist es dann auch wichtig, ihre sensuelle Orientierung zu benennen, weil das für sie einen Mehrwert hat. Für mich ist das zum Beispiel so ein bisschen immer wieder mal wichtig.
Bleibt natürlich die Frage, warum machen wir überhaupt eine Folge über sensuelle Anziehung und warum ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen? Zum einen natürlich, um Verwechslungsgefahr mit anderen Anziehungen und Missverständnissen vorzubeugen. Dann ist es natürlich wichtig, dass man eben Wörter hat, um überhaupt über bestimmte Bedürfnisse und Dinge denken zu können und ja, eben damit man sich ausdrücken kann. Genau, und wichtig wäre jetzt noch zu sagen, was ist sensuelle Anziehung eigentlich nicht? Also ich habe vorher schon mal erwähnt, sensuelle Anziehung ist nicht zwangsläufig sexuell, also sensuelle Anziehung ist nicht sexuelle Anziehung und beinhaltet nicht den Wunsch nach sexueller Interaktion, sondern eben rein den Wunsch nach sinnlichem Körperkontakt, der selbst nicht oder der nicht als sexuell empfunden wird. Und was sensuelle Anziehung auch nicht ist, das wäre romantische Anziehung. Das wird auch oft vermengt, weil eben in Beziehungen und in der Romantik Körperkontakt auch üblich ist und viele Menschen auch sensuelle Anziehung und romantische Anziehung zusammen empfinden, genauso wie viele Menschen sensuelle, romantische und sexuelle Anziehung zusammen empfinden. Aber sensuelle Anziehung ist auch nicht zwangsläufig romantisch. Genau. Ich denke, damit haben wir, glaube ich, genug eingeleitet. Jetzt würde ich sagen, lasst uns zum spannenden Teil kommen. Wir haben nämlich wieder eine Community-Umfrage gemacht und dafür wieder einige Fragen aus der Community gesammelt und daraus eben eine Umfrage erstellt. Und die haben wir an Alu-Alus und eben auch an Aceback-Leute ja, gegeben und haben uns Antworten geben lassen. Wir haben wieder sehr viele zahlreiche Antworten bekommen. Dafür möchten wir uns im Vorfeld bedanken. Und ich denke, jetzt schauen wir uns die Umfrage an, gemeinsam mit unseren zwei Gastpersonen. Ich beginne dann erst gleich mal mit der ersten Frage. Und zwar würde die lauten: Kannst du sensuelle Anziehung von anderen Arten der Anziehung, zum Beispiel sexuell, romantisch oder ästhetisch, trennen? Oder gibt es da Überschneidungen? Stefan, möchtest du die Frage gleich als erstes beantworten? Wenn du mich so fragst, natürlich sehr gern. Für mich gibt es tatsächlich, es ist schwer, wirklich eine klare Trennung da zu sehen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich das mit einer anderen Anziehungsart ein bisschen überschneidet. Dass immer irgendwo kleine Faktoren sind, die für mich es überhaupt erst möglich machen, es als sensuell anziehend zu empfinden. Also du meinst, dass es die anderen Anziehungen Voraussetzungen sind, teilweise? Teilweise die anderen Anziehungen oder ja, dass man halt einfach diese Person das irgendwie interessant findet oder angenehm, als angenehm empfindet. Okay, verstehe. Yoshi, hast du auch eine Antwort dazu? Ah, ich kann mir bestimmt eine ausdenken. Also, als ich noch nicht so viel Ahnung hatte und noch nicht wusste, dass ich Aro Ace bin, dachte ich immer, das, was ich empfinde, ist sexuelle Anziehung und habe inzwischen herausgefunden, dass das aber eher so sensuelle Anziehung ist. Was bei mir allerdings Voraussetzung für sensuelle Anziehung ist, ist, dass ich mich bei der Person geborgen fühle. Also es ist egal, wie gut ich die Person kenne, wenn ich mich irgendwie nicht geborgen oder ja, zu Hause fühle, das ist auch so ein menschliches Zuhausegefühl, was Voraussetzung ist, dann will ich mit der Person auch nicht so knuddeln, weil dann, ich weiß nicht, dafür muss ich mich entspannen können und das geht nur, wenn ich mich zu Hause und geborgen fühle. Aber so, ich kann es, würde ich sagen, schon gut abgrenzen von sexuell romantisch, weil das habe ich generell quasi nie, und von ästhetisch, weil es halt ästhetisch bei mir weniger davon abhängt, wie der Charakter von der Person ist. Also ästhetisch ist für mich wirklich halt dieses, okay, Person sieht hübsch aus, so, aber es kann durchaus eine Person sein, mit der ich nie im Leben was zu tun haben möchte. Und bei sensuell ist es halt wirklich bei mir ein, die Person, die muss ich mögen. Cool, also dass ich mich bei der Person geborgen fühlen muss und der Person vertrauen muss, bevor ich sensuelle Anziehung empfinde, das kenne ich auch. Ich selbst tue mir relativ leicht, sensuelle Anziehung von ästhetischer Anziehung abzugrenzen. Ästhetische Anziehung empfinde ich nämlich schlichtweg einfach mal nicht. Und romantische jetzt auch nicht. Also da stellt sich so irgendwie die Abgrenzungsfrage nicht.
bleibt irgendwie noch sexuelle Anziehung, die ich jetzt, wo ich langsam so ein bisschen zum Schluss komme, dass ich die doch so ein bisschen ganz schwach empfinde und das ist bis jetzt immer so ein bisschen ineinander aufgegangen gefühlt. Aber ja, das finde ich dann schwieriger zu trennen, um ehrlich zu sein. Also bei mir ist es so, also ich bezeichne mich als demisensuell, also ich brauche erst ein Vertrauensverhältnis, bevor ich überhaupt sensuelle Anziehung verspüre, sonst generell brauche ich das nicht. Und bei mir ist das so ein bisschen mit der romantischen gekoppelt. Also wenn ich mich zu jemandem romantisch hingezogen fühle, dann tritt auch so nach und nach die sensuelle Anziehung ein. Das fängt bei mir an mit, es ist okay, dass die Person mich in den Arm nimmt, es ist schön und irgendwann, oh ja, ich möchte das. Es ist so steigert sich. Sexuelle Anziehung kann ich super abtrennen dazu, weil sexuelle Anziehung verspüre ich einfach nicht. Ästhetische Anziehung habe ich, aber ist auch klar getrennt. Meistens finde ich Menschen super, super schön. Aber in diese Menschen verliebe ich mich nicht. irgendwie grundsätzlich nicht. Und, ach ja, weil ich ja gesagt habe, das ist gekoppelt. Ich habe inzwischen festgestellt, dass es einen Menschen gibt, in den war ich mal verliebt. Wir waren auch mal zusammen. Und inzwischen haben wir uns getrennt, sind aber immer noch dicke Kumpels. Und zu dieser Person, im Moment der einzige Mensch auf der Welt, zu dem ich tatsächlich immer noch sensuelle Anziehung verspüre. Also. Mit der Person kuschel ich gerne, ansonsten nur mit meinen Katzen. Bei mir gibt es, glaube ich, gerade jetzt zwei Menschen, zu denen ich sensuelle Anziehung empfinde, denke ich. Auch nicht so viel. Ja, aber lass uns ruhig mal noch schauen, würde ich sagen, was die Community da so gesagt hat. Ich habe hier zum Beispiel eine Frage, die würde ich mal vorlesen. Und zwar hat die Person geschrieben: Mir ist nicht ganz klar, wie man sensuelle Anziehung von den anderen Arten der Anziehung abgrenzen kann. Für mich ist es zum Beispiel so, dass ich nur das Verlangen habe, jemanden auf körperlicher Ebene nahe zu kommen, wenn ich mich romantisch zu der Person hingezogen fühle. Sonst empfinde ich die Berührung mit anderen Menschen eher als unangenehm. Das ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was ich, glaube ich, gerade gesagt habe. Ja, scheint ähnlich zu sein. Ich würde dann gleich noch eine Antwort vorlesen. Und zwar wäre das: Trennen kann ich sensuell, romantisch und sexuell. Da aber viele Situationen von einem ins andere für mich übergehen, gibt es da viele Überschneidungen. Dennoch ist es sehr schön, seinem Partner in Nähe zu geben und zu bekommen, sei es durch romantische oder sensuelle Wahrnehmung in diesem Moment. Die mag ich irgendwie, weil es so ein bisschen zeigt, dass es jetzt auch nicht, ich weiß nicht, es ist so wichtig, ist es dann auch wieder nicht manchmal. Also für das Endergebnis, auch wenn es natürlich wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen. Aber es hängt jetzt nicht alles davon ab. Ich weiß nicht. Ja. Hier ist vielleicht noch eine interessante Antwort, und zwar: Für mich sind das per se unterschiedliche Dinge, die ich auch getrennt voneinander wahrnehme. Gut, die sexuelle Anziehung kenne ich halt gar nicht mit einem Zwinkersmiley. Allerdings kann es auch Überschneidungen geben. So kann es durchaus gelegentlich sein, dass eine Person, die ich sensuell anziehend finde, auch ästhetisch anziehend auf mich wirkt. Umgekehrt finde ich aber längst nicht jede ästhetisch anziehende Person auch sensuell anziehend. Da ich mich verliebe, gehe ich davon aus, dass ich romantische Anziehung empfinde. Die scheint bei mir entweder mit sensueller Anziehung Hand in Hand zu gehen oder durchaus daraus zu wachsen, erwachsen. Da ich sensuelle Anziehung viel klarer benennen kann, bin ich mir da aber nicht ganz sicher. Das ist schon interessant. Also sensuelle Anziehung scheint, also auch was ich so aus anderen Anziehungen so mitbekomme, gerne mal halt Überschneidungen zu haben. Genau. Wir können auch sagen, aus den ganzen Antworten, die wir bekommen haben, die meisten können es trennen, aber es gibt eben auch durchaus Überschneidungen und es gibt eben auch Personen, wo das nicht so gut funktioniert, eben unabhängig von der Orientierung. Ja. Es muss ja auch nicht immer ganz klar zu trennen sein für jeden. Das empfindet doch jeder unterschiedlich. Es ist halt auch ganz häufig, dass Dinge einfach ineinander übergehen und verschwinden. Zumindest kenne ich das so, weil
Wir sind Menschen und keine Computer, ergo ist nicht immer alles schwarz-weiß, binär oder sonst was. Wir sind keine Konzepte. Ja. Wäre aber auch langweilig. Schon wieder was falsch gemacht. Wärst du gerne ein Konzept gewesen? Kommt aufs Konzept drauf an. Wenn du das Richtige findest, bin ich dabei. Ich such mal weiter. Passt. Kommen wir zur nächsten Frage. Woran merkst du, dass du dich sensuell von jemandem angezogen fühlst? Ich glaube, die reiche ich gerne mal an Yoshi weiter, die Frage. Oh, das ist eine gute Frage. Ich vermute, ich habe jetzt nie so den Aha-Moment, dass ich sage, oh, jetzt fühle ich mich von jemandem sensuell angezogen. Dann ist eher so ein, ich möchte halt mit einem Menschen kuscheln. Da fängt das dann so an. Das ist so ein, oh, der sieht gemütlich aus. und dann ist das so ein, okay, jetzt muss ich das irgendwie rausfinden, ob ich das darf oder nicht. Und wenn ich das nicht darf und das doof finde, dann ist es vermutlich sensuelle Anziehung. Ja, finde ich nicht schlecht. Logisch. Ja. Ich kann ja mal von meiner Seite sagen, also im Prinzip habe ich es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich merke das einfach im ersten Moment daran, also unabhängig jetzt von der romantischen Anziehung, dass ich merke, es stört mich nicht mehr so, weil normalerweise, wenn mich einer umarmt, ich meine, bei guten Freunden ist es okay, zur Begrüßung mal kurz, aber wenn das die Person dann etwas länger macht, dann fängt es schon an, mich zu nerven, weil ich möchte gerne was anderes machen, jetzt könnte mich doch der Mensch langsam mal bitte loswerden. Es fängt also damit an, dass ich das gar nicht mehr so schlecht finde. Ich denke, ja, ach ja, kann ruhig noch ein bisschen halten. Bis hin zu, ach ja, finde ich wirklich, wirklich richtig toll, bis hin zu, oh, jetzt habe ich aber richtig Bock drauf. Jetzt möchte ich auch tatsächlich kuscheln. Daran kann ich so merken, dass sich das so nach und nach aufgebaut hat, dass ich sensuelle Anziehung empfinde. Ja, und irgendwann sehe ich dann die Person und denke, ach, jetzt möchte ich gerne mit der Person kuscheln. Können nicht alle drumherum mal weggehen? Danke, das möchte ich alleine. Das ist dann so die Höchststufe, die man bei mir erreichen kann. Ja. Ja, ich glaube, ich hänge mich da gleich mal an. Bei mir ist das nämlich auch so, also ich bin genauso wie Noir demisensuell und bei mir ist es so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger graduell oder zumindest fühlt sich das für mich so an. Aber mir ist auch ein bisschen so ähnlich, dass ich, wenn ich mich nicht von dem sensuell angezogen fühle, dann habe ich eher so eine Berührungstoleranz und finde es schneller mal, also sowieso bei Menschen, die ich nicht so gut kenne, finde ich Berührung generell mal unangenehm. Und je mehr Vertrauen ich zum Menschen habe, umso größer ist dann irgendwie meine Toleranz. Aber mögen oder suchen tue ich es halt nicht. Und wenn ich dann für wen sensuelle Anziehung empfinde, dann weiß ich das auch. Weil dann ist das wie wenn bei mir so ein Schalter umgelegt wird. Und dann möchte ich der Person nahe sein. Dann möchte ich die Person kuscheln. Das geht sehr schnell und teilweise ist dann mein Verhalten einfach auch ein bisschen out of character oder einfach sehr anders oder anders, als ich normal Menschen gegenüber bin, anders, als ich vorher dem Menschen gegenüber war. Und ich meine, natürlich gibt es auch diese Menschen, wo ich mir denke, da ist das vielleicht nicht so angebracht oder da passt das nicht oder also zumindest hatte ich schon und dann halte ich mich mehr zurück, aber es ist trotzdem dieser Wunsch ist halt da und wenn ich das darf, dann gibt es dann auch irgendwo diesen Umbruch, wo man das merkt. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es möglich ist, wenn die Person nichts dagegen hat, dass ich sensuelle Anziehung empfinde und Menschen das nicht merken oder ich es nicht merke. Ich kann das total nachvollziehen, was du meinst mit, das ist so out of character. Ich habe zwei Freunde. Der eine meinte irgendwann mal, ach, schön, dass Yoshi wieder da ist, dann kann ich wieder knuddeln. Und die andere Person so sah, wie, Yoshi knuddelt doch gar nicht. Und war so komplett irritiert, weil sie das halt von mir überhaupt nicht kannte, weil sie für mich halt nicht da reingepasst hat in das Konzept. Ja, das kenne ich. Stefan, möchtest du auch noch was zu der Frage sagen? Ich bin, glaube ich, so ziemlich das komplette gegenteilige Extrem. Ich bin so jemand, der einfach jeden, den er sieht, am liebsten umknuddeln würde. Und das ist dauerhaft. Was natürlich immer ein bisschen problematisch ist mit denen. Ob da, je nachdem, ob das jemand mag oder nicht. Ob ich dann im Endeffekt jemanden sensuell anziehen finde, ist dann tatsächlich abhängig von meinem Bauchgefühl, meinem inneren Gefühl. Ich habe gelernt,
definitiv darauf zu hören, dass wenn da Alarmglocken schlagen, dann bin ich dann eher direkt weg. Wenn nicht, dann hat die Person halt leider verloren. Also sie äußert, dass sie das eher nicht mag, dann bin ich auch nett und reduziere es ein wenig. Ein wenig. Also Umarmung muss sein, da kommt man bei mir nicht drum rum. Okay. Aber also kommt man schon. Ich meine, wenn sie mal wirklich absolut nicht mag, dann sehe ich das auch ein und lasse ich das. Aber wenn möglich, schon Umarmung mindestens. Und dann, ich mag halt Menschen. Ich hasse sie, aber ich mag sie auch. Es ist halt so. Also den letzten Satz finde ich wieder relatable. Ich mag keine Menschen. Ich knuddel manche gern, aber ich mag sie nicht. Ja, so Also kann man die das Menschen, auch die ich sehen. knuddel, mag ich dann schon. Denen vertraue ich nämlich auch. Also. Ja, ich kann ihnen ja vertrauen und sie nicht mögen. Ja, nein, das kann. Also Also, das fällt mir sehr schwer. das habe ich auch nicht. Nee, bei mir ist Ja. es eher War so ein. das? Ich habe halt grundsätzlich was gegen Menschen an sich. Aber es gibt einige Ausgewählte, die sind nicht ganz so schlimm wie der Rest. Ja, wie war das? Ich mag euch besonders, ihr dürft zuletzt sterben. Yay, Oder quasi. der Spruch, ich bin nicht diskriminierend, ich hasse alle. Ja, ganz genau. Ja. Schauen wir mal, würde ich sagen, wieder in unsere Umfrage. Und zwar haben wir hier gleich an erster Stelle eine kurze, knappe Antwort. Gar nicht. Das passiert nicht. Ja, zeigt, dass es auch Menschen gibt, die keine sensuelle Anziehung empfinden. Ich lese gleich mal die nächste vor. Dass ich der Person körperlich näher kommen möchte, sie berühren möchte und von ihr berührt werden möchte. Wenn wir zum Beispiel nebeneinander oder gegenüber sitzen, habe ich das Bedürfnis, mich an sie zu kuscheln, mich anzulehnen oder auch gerne ihre Hand zu halten. Wenn wir zusammen spazieren gehen, halte ich auch gerne ihre Hand. Den ersten Ja. Teil finde ich eigentlich sehr nachvollziehbar. Ich halte nicht gerne Hände, darum den letzten nicht, aber wahrscheinlich, wenn man das gerne Ja. macht, dann ja. Ach, Das das auch. kommt drauf an, muss ich sagen, gerade was das Händchenhalten angeht. Also im Kino mit einer Person, wo ich mich tatsächlich sensuell angezogen fühle, so ein bisschen die Hand halten oder vorm Fernseher so, total schön. Aber wenn ich unterwegs bin, dann stört mich das, weil dann müsste ich ja jedes Mal die Person mitzerren, wenn ich irgendwo hin will. Das ist, nee, Ja, blöd. das finde ich Ja, ganz rigoros und anstrengend. zerre die Person mit. Nee, also Okay. ich finde das, also ich finde, man muss fest, also dann muss man mitzerren, das mag ich nicht, dann fühle ich mich so ein bisschen eingesperrt, dann ist es schwitzig, dann. Nee, ich kuschel, glaube ich, lieber dann. Ich halt, also so unterwegs halte ich halt total gerne Händchen. Ich finde das total toll. Und gerade in der kalten Jahreszeit halte ich auch total gern Händchen, völlig egal mit wem, weil meine Hände dauernd kalt sind. Aber ich glaube, das zählt nicht. Deswegen scheint es bei mir halt immer mit dem Händchen halten, weil ich meine in den Hosentaschen habe, weil die Hände so kalt sind. Das ist sehr unangenehm irgendwann. Bei mir wäre das irgendwie auch problematisch, weil ich laufe immer so schnell, dass mir immer alle sagen, ey, Finn, du läufst so schnell, kannst du mal eine Spur langsamer machen? Und wenn ich mit irgendwem Händchen halten müsste, ich will mir Lauf gar doch nicht nicht davon! vorstellen, was da passiert dann, das wird ja noch Siehst du jemanden anstrengender. pusten und schnaufend hinter der Ja. hergezottelt? Ja, Ich finde mein das. Freund läuft auch schneller als ich. Ich bleib dann einfach konsequent stehen, wenn er zu schnell läuft, dann muss er anhalten und langsamer laufen. Das Problem ist, dass ich sowas ignoriere. Das ist auch schon passiert. Man muss es mir sagen. Dann versuche ich langsamer zu laufen, aber Da es braucht man dann die klappt richtigen meistens für Menschen 5 Minuten, für. klappt das und dann wieder nicht mehr. Ah, nee. Aber zum Thema schwitzige Hände, ich glaube, wir hatten das in der Folge über romantische Anziehung schon mal. Da hatten wir doch gesagt, für Händchen halten gäbe es, wenn dann, jahreszeitlich bedingt. Weil im Sommer ist blöd, weil die Hände schwitzen und im Winter, weil sie kalt sind. Also bleibt nur Herbst und Frühling. Aber das ist so eine Ja. super Sache. Also, ich finde es voll eklig, im Sommer mit Menschen zu kuscheln. Außer, das sind Menschen, zu denen ich sensuell hingezogen bin. Dann kann ich immer kuscheln, völlig egal welche Jahreszeit. Und wehe, die wollen nicht zurückknuddeln, dann bin ich böse. Aber da klebt doch man so, Ich also. sag mal, ich finde es generell unangenehm, Menschen zu kuscheln, wenn ich mich nicht sensuell von ihnen angezogen fühle. Aber das ist vielleicht mein Ding. Ja.
Ich würde mal sagen, wir haben noch, glaube ich, noch ein oder zwei Antworten, die recht schön sind. Ich lese mal hier die nächste vor. Ich kann in Ruhe in der Nähe der Person sein und oder habe das Bedürfnis, die Person zu berühren. Das finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Einfach, dass man die Nähe hat, und eben berühren kann, wenn man das möchte. Und eben, ja, das finde ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja, unterschreibe ich so, würde ich sagen. Und eine hätten wir dann noch, und die wäre daran, dass ich diese Person berühren und von ihr berührt werden, ihr so nahe wie möglich sein, ihren Herzschlag und ihre Wärme spüren möchte. Daran, dass ich das Gefühl habe, dass diese Person zu berühren und oder von ihr berührt zu werden in diesem Moment wohltuend wäre. Daran, dass ich über Berührung eine Bindung aufbauen möchte und daran, dass ich durchaus traurig werde, wenn mir das nicht möglich ist, beziehungsweise nicht weiß, ob ich darf. Finde ich auch eigentlich eine ziemlich gute Antwort. Ja, wie schön. Das mit dem traurig kann ich nachempfinden, wenn ich das nicht darf. Also so ein bisschen innerlich traurig bin ich dann schon. Vor allem, wenn ich jemanden sehr mag. Hatte das erst einmal, dass ich so wirklich traurig war, weil ich nicht durfte oder nicht mehr durfte oder wusste, dass ich nicht mehr dürfen werde. Aber sonst geht's. Oder ging es bislang? Und ich würde dann jetzt auch gleich mal zur dritten Frage kommen. Und zwar lautet die: Worin unterscheidet sich für dich sensuelle Anziehung von romantischer, ästhetischer und sexueller Anziehung? Stefan, möchtest du diesmal wieder beginnen mit einer Antwort? Nein. Du Ja, musst nicht. bleib. Wurde gesagt, ich muss. Nein, worin unterscheidet sich das für mich? Es ist tatsächlich einfach schwer für mich, das wirklich zu unterscheiden, weil für mich liegt das Sensuelle tatsächlich einfach in der Mitte von allen drei anderen und hat immer irgendwo so eine kleine Überschneidung mit den jeweils anderen. Weil irgendwas muss immer stimmen, damit ich den Mensch wirklich über längere Zeit zumindest anfassen kann, darf und will. Also direkt und wirklich unterscheiden kann ich nicht. Warum stelle ich mir das gerade als so sich überlappende Kreise vor? Oh, so ein Genau schickes so. Venn-Diagramm. Oh, das kam bei mir auch so. In meinem Kopf hat sich das so abgebildet. Kann man ungefähr so sehen, ja. Also, kann dich trösten, das Cool. Bild hatte ich jetzt auch vor Augen. Also so in dem Dann bin War ich. tatsächlich auch die Intention dahinter. Dann bin ich stolz, dass ich irgendetwas verstanden habe von dem, was Menschen sagen. Toll. Okay. Yoshi? Ja. Hast du auch eine Antwort? Ja, meine ist allerdings nicht in einem Venn-Diagramm darstellbar, würde ich behaupten. Oder zumindest nicht so klar und eindrucksvoll. Also zu romantischer Anziehung ist das ganz einfach abtrennbar. Romantische Anziehung verstehe ich nicht, habe ich nicht, kenne ich nicht, gibt's nicht. Zu ästhetischer und sexueller Anziehung ist das in der Tat anders. Ästhetische und sexuelle Anziehung haben bei mir die Gemeinsamkeit, dass sie, wenn sie auftreten, nicht implizieren, dass ich was mit diesen Personen machen möchte. Das ist so, bei ästhetischer Anziehung ist das so ein, jo, ich würde mir den Menschen gerne meine Wohnung stellen, weil sieht schön aus, aber er soll doch bitte die Klappe halten und mich nicht anfassen, einfach quasi als dekoratives Element da rumstehen. Und bei sexueller Anziehung ist es so ein, tendenziell kann ich mir vorstellen, mit der Person Sex zu haben, aber wirklich umsetzen möchte ich das halt nicht, weil Sex ist halt nicht spannend und nicht interessant. Also es ist halt beides mal irgendwie nicht, dass ich mit dieser Person interagieren möchte, so. Und bei sensueller Anziehung ist es halt so ein, jetzt mit der Person möchte ich knuddeln und Körperkontakt haben und mit der Zeit verbringen und Dinge so knuddeln und was auch immer, was mir gerade einfällt, was ich machen möchte, so. Und das ist halt, würde ich sagen, der signifikanteste Unterschied bei mir. Und sensuelle Anziehung ist halt auch die Anziehung, die halt irgendwie auf Charakter basiert. Also wenn der Charakter von der Person scheiße ist, dann will ich nicht mit ihr knuddeln. So. Bei ästhetischer und sexueller Anziehung ist das anders. So, das ist der Charakter nicht so wichtig. Also ich muss sagen, in ein paar Punkten mit dem, was du erzählt hast, finde ich mich, naja,
so ein bisschen wieder, zum Beispiel mit der ästhetischen. Ich würde die Person auch gerne in meine Wohnung stellen, ganz toll. Nein. Was macht ihr alle mit den Menschen in euren Wohnungen? Ja, die machen ja nicht mit. Die machen ja nicht mit, das ist das Problem. Also ausgestopft wäre halt echt cool, so eine Live-Action-Figur. Nein, eher Scherz. Ich muss ganz ehrlich sagen, in die Wohnung stellen eher nicht, sondern eher beobachten. Also ich weiß nicht, ich habe das bei einer Person gehabt, weil die ästhetische Anziehung ist bei mir nicht nur, dass ich die Person einfach hübsch finde, sondern ich finde nicht nur das Aussehen hübsch, meistens auch die Art der Bewegung und wie die Person spricht, allgemein, ich sag mal, das Gesamtpaket. Und wenn ich die mir in die Wohnung stelle, habe ich ja nur das Angucken. Das ist ein bisschen wenig, also lieber freilaufend. Also nicht in die Wohnung, sondern eher in den Käfig. Jetzt wird hier aber was unterstellt. Nein. Das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Jedem seinen King, ne? Ja, also zu sexueller Anziehung muss ich sagen, ich habe faktisch wirklich keinerlei sexuelle Anziehung, habe ich noch nie gespürt. Ich weiß halt einfach nicht, was das ist. Also für mich existiert das einfach nicht. Und romantische Anziehung, also romantische Anziehung ist ähnlich wie du das gesagt hast, das ist also bei dir in anderen Punkten, das ist nicht körperlich. Romantische Anziehung impliziert bei mir an sich nichts Körperliches, sondern ich mag die Person gern, ich bin gern in der Nähe, ich interagiere gerne mit der Person, ich bin irgendwie auf die Person fokussiert. Ich hatte das mal so wie die Sonne mal verglichen bei der einen Folge, dass die Person dann für mich wie die Sonne ist und alle anderen darum sind eben die anderen Sterne. Aber die Sonne ist einfach am nächsten dran, die fällt mir am meisten auf. Also romantische Anziehung ist für mich eigentlich auch nichts Körperliches. Der körperliche Teil ist dann die sensuelle Anziehung, würde ich sagen. Und dadurch unterscheidet sie sich eigentlich ganz gut. Ja, weil sensuell eben körperlich ist und wirklich Nähe, ja, impliziert. Finn? Ja, dann wäre jetzt noch ich dran, fürchte ich. Ja gut, ich glaube, ich fange mal auch mit, ja, keine Ahnung, mit romantischer Anziehung auch an. Habe ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Daher gibt es da keine Unterscheidungsprobleme. Mit ästhetischer Anziehung ist das sehr ähnlich. Nachdem ich das Konzept Ästhetik nicht verstehe, die noch nie einen Menschen schön gefunden habe in dem Sinne und auch sonst so meine Problemchen mit dem Konzept habe oder Schönheit und Ästhetik habe, habe ich da jetzt auch keine Probleme, das irgendwie von etwas anderem zu unterscheiden. Schwieriger wird es dann irgendwie halt bei diesem bisschen sexueller Anziehung, die ich halt auch, wenn dann, eher auch selten und schwach empfinde. Habe das Gefühl, sensuelle Anziehung ist schon körperlich, aber ich habe das Gefühl, es kommt dann so eine sexuelle Komponente dazu, wie auch immer das in dem Moment sich dann ausdrückt und wie auch immer das dann umgesetzt werden mag. Ja, genau. Weiß zwar nicht, ob das gerade Sinn gemacht hat, aber ich hoffe. Wichtig ist, dass es für dich Sinn macht, würde ich sagen. Das ist im Endeffekt. Ja, ich struggle gerade selbst noch ein bisschen, wie das Sinn macht. Das hört man vielleicht ab und an. Ja. Ja, wir haben dann noch wieder Antworten aus der Community. Und da werde ich auch gleich mal eine vorlesen. Schön kurz. Nämlich ist da wieder eine Antwort. Da ich keine der drei Anziehungen mal wirklich empfinde, weiß ich nicht, wie ich sie unterscheiden könnte. Ja, das ist logisch, dann kann man es nicht unterscheiden. Sehr klar und einfach. Ja. Ich habe hier noch eine andere Antwort, ähnlich kurz. Sensualität ist häufig auch ein Teil von Sexualität. Andersherum ist es nicht so. Das finde ich zum Beispiel interessant. Also Sensualität kann ein Teil von Sexualität sein, aber Sexualität ist nicht. Ah, okay. Interessant. Ja. Ja, doch. Das macht für mich Sinn. Kann man auch wieder schön mit einem Diagramm darstellen. Ja. So Mengendiagramm. Ich sehe uns hinterher ganz viele Diagramme malen. Heute ist die Folge der Diagramme. Konzepte sind halt so schön einfach. Die kann man begreifen. Menschen sind kompliziert. Das könnte man jetzt aber auch kompliziert machen. Je nach Person geht das auch andersrum. Also. Vermutlich.
Wollt ihr noch eine Antwort Ja. hören? Ja. Cool, dann habe ich hier eine längere für euch. Und zwar, sensuelle Anziehung ist für mich nichts Sexuelles, was einerseits mit der Intensität, Leidenschaft einhergeht, aber andererseits auch mit meinem persönlichen Empfinden, was als sexuell gilt. Gewisse Kussarten sind für mich sexuell oder auch nicht sexuell. Romantische Anziehung kann zwar sensuelle Aspekte beinhalten, aber auch eher auf einer emotionalen Ebene stattfinden. Ähnlich sehe ich das mit der Ästhetik. Natürlich können sich ästhetische, romantische etc. Anziehungen überschneiden, aber sie sind nicht aneinander gebunden. Nicht mit jedem Menschen, den ich ästhetisch attraktiv finde, möchte ich auch oder empfinde ich gegenüber auch sensuelle Anziehung. Ja, schön beschrieben, finde ich. Kann ich nichts dazu sagen. Ich finde Menschen nicht ästhetisch attraktiv. Doesn't happen. Aber den ersten Teil finde ich sinnvoll, also logisch auch. Beziehungsweise stringent ist vielleicht ein gutes Wort dafür. Finde das spannend mit der mit dem Satz, was als sexuell gilt, weil klar, für unterschiedliche Menschen gelten unterschiedliche Sachen als sexuell, aber ich habe da davor irgendwie nie so wirklich drüber nachgedacht. Das finde ich einen ganz spannenden Satz, der mich gerade so ein bisschen beschäftigt. Ja, doch, das ist für mich so ein bisschen das, warum ich sage so, ja, es ist die Frage, wie sich das dann ausdrückt auch, weil ich mir einfach momentan noch nicht, oder weil ich gerade so ein bisschen erst am wieder redefinieren bin. Ich weiß es nicht, weil es für mich auch so unklar ist, was gilt sexuell, was ist für mich überhaupt sexuell und was nicht. Ja, das ist ein weites Feld. Das ist, glaube ich, schwer zu definieren. Kommen wir zu unserer vierten Frage. Und zwar lautet die: Was sind für dich sensuelle Handlungen bzw. sensuelle Interaktionen? Und ich reiche die gleich an Yoshi weiter. Ja, nachdem ich mir gerade schon Gedanken gemacht habe, was das sexuelle Handlungen sicher unterscheiden können und wie das wahrgenommen wird, habe ich Gott sei Dank auch gleich über sensuelle Handlungen nachgedacht. Also was für mich unter sensuelle Handlungen Interaktion auf definitiv reinzählt, ist halt sowas wie knuddeln, Händchen halten, streicheln und sowas. Bei Küssen kommt es darauf an, was für eine Art von Küsse. Kann ja auch noch nicht genauer definieren, müsste ich noch länger drüber nachdenken. Genau, also obviously, also für mich obviously Körperkontakt, aber nicht jeder Körperkontakt. Und es muss auch nicht Körperkontakt sein. Also einfach so nebeneinander sitzen und einfach genießen, dass die andere Person da ist, zählt auch schon. Aber dann muss man halt nah beieinander sitzen. Also es ist dann immer noch Körpernähe, aber nicht zwangsläufig Kontakt, denke ich. Also ich würde dem zustimmen. Für mich ist auch hauptsächlich Körpernähe und Körperkontakt sensuell. Also ja, wie du eben gesagt hast, küssen, streicheln, umarmen, kuscheln, neben nah beieinander sitzen, sich auch einfach mal an die andere Person anlehnen. Ja, sowas in die Richtung. Für mich ist es, glaube ich, sehr ähnlich auch. Also bei mir in erster Linie kuscheln, einander halten, anlehnen, streicheln. Also grundsätzlich irgendwo auch eben bestimmte Arten von Küssen, aber ich küsse generell nicht gerne. Ja, genau. Stefan, was sagst du? Also das Generelle kann ich mich anschließen. Bei mir ist das vielleicht ein bisschen dahingehend anders, dass ich bei mir ist das sehr kopfabhängig. Also ich kann prinzipiell jegliche Art des Körperkontakts als sowohl als sexuell als auch als sensuell empfinden. Also des Öfteren passiert einfach, dass ich mir einfach keine Gedanken drüber mache und das nicht, auch nicht unbedingt in dem Moment dann als sexuell empfinde oder in dem Moment als sensuell empfinde, sondern es passiert dann halt einfach. Also das ist dann immer abhängig von meinem Gefühl, wie es gerade ist. Und ja, also klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich meinen Kopf ausschalten muss, ansonsten fange ich an, darüber nachzudenken, was ich da genau gerade eigentlich treibe. Und manchmal passiert das automatisch und manchmal muss ich das, blöd gesagt, manuell machen.
Das kann ich aber gut nachvollziehen. Wenn ich zu viel drüber nachdenke, wenn ich mit Menschen interagiere, dann stürzt mein Kopf basically ab und dann sitze ich da, da geht gar nichts mehr. Tja, mir wird dann bewusst, dass ich ja eigentlich keine sensuelle Anziehung verspüre und wutsch, weg bin ich. Nein, also ganz so schlimm ist es nicht. Wie gesagt, mit diesem einen Menschen oder eben, wenn ich zu jemandem das Vertrauen gefasst habe und eben sensuelle Anziehung verspüre, dann schon. Aber ich denke dann auch wirklich nicht drüber nach, weil mich hemmt das, wenn ich drüber nachdenke. Dann gehen die Gedanken los und nach dem Motto, mache ich das jetzt richtig? Gefällt das der Person? Oh Gott, wie soll ich das jetzt besser machen? Und dann mache ich mir mit meinen Gedanken eigentlich den ganzen Moment kaputt. Deswegen ist es für mich zumindest besser, da nicht drüber nachzudenken und einfach, ja, einfach machen in dem Sinne. Also ich muss sagen, mein Kopf bleibt dabei. Es geht gar nicht anders. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich meinen Kopf ausschalten sollte. Aber wenn es ist, dann funktioniert's. Allerdings, ich glaube, mein Kopf bleibt anders dabei, als mir jetzt Fragen zu stellen und mir unnötig, oder was heißt unnötig, aber mir Sorgen zu machen, die mich blockieren. Ich meine, das gibt's vielleicht auch mal, aber für mich gibt es so einen Unterschied zwischen irgendwie Schädliches in meinem Kopf sein und dass mein Kopf ist dabei, so wie mein Kopf immer bei allem dabei ist, was er tut, weil ich es nicht anders kenne, weil ich nicht anders funktioniere. Manchmal lasse ich meinen Kopf auch weiterlaufen und kann damit zumindest abschätzen, bis wohin ich gehen kann, darf, sollte. Also manchmal ist das schon ganz von Vorteil, aber manchmal ist es halt auch einfach nervig. Na, bei mir ist es, ich denke so gefühlt 15 Sachen gleichzeitig und es gibt halt dieses Safety-Programm, was läuft, was halt immer über Consent und sowas nachdenkt. Das ist aber nicht aktiv, sondern das läuft so quasi automatisch und ist dann so ein, hey, darf ich das? Einmal nachfragen, dann passt das. Aber halt konstant drüber nachzudenken, was ich gerade tue, also wie streiche ich da jetzt lang und wie mache ich das genau und sowas. Wenn ich das anfange aktiv zu machen, dann sind die Schaltkreise überlastet und dann stürzt es ab. Okay, nein, also das mache ich auch nicht, dass ich jeden irgendwie Handgriff hinterfrage, weil das, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht die Art von Gedanken, die ich dabei habe, so. Ich würde sagen, wenn ihr mögt, schauen wir mal, was andere Menschen dazu gesagt haben. Sicher. Und zwar fang einfach mal hier an. Und zwar hat eine Person geschrieben, die Hand eines anderen Menschen festhalten, ihm am Körper streicheln, aneinander kuscheln, den Atem des anderen spüren und hören, fühlen, wie stark das Herz des anderen schlägt, liebevolle Blicke. Das finde ich zum Beispiel auch interessant mit dem Atem spüren und hören. Und Herzschlag, ja. Das schon, ja, das ist schön, glaube ich, ja. Herzschlag ist für mich eines der beruhigendsten Geräusche, die es gibt. Wenn ich so den Herzschlag von einem Menschen höre, zu dem ich sensuell hingezogen bin, dann höre ich auch nichts anderes mehr. Dann kann der Mensch auch mit mir reden und ich kriege es einfach nicht mit. Ich blende das aus. Herzschlag ist so. Herzschlag ist da. Ich bin zufrieden. Ich tue mir schon schwer, mein eigener, ich, also mich macht schon mein eigener Herzschlag manchmal wahnsinnig. Ich muss wirklich, wobei ich weiß gar nicht, woran es liegt. Manchmal empfinde ich Herzschlag als mega störend und manchmal ist es einfach okay. Das ist Also so ein. ja, also manchmal ist das mit meinem auch so, gerade wenn ich mich beruhigen will und den dann fühle und das Gefühl habe, der ist nicht ruhig genug, dann pushe ich mich damit immer weiter hoch. Dann ist es auch nicht schön, aber ansonsten, ach doch, ist das recht schön. Hier sind noch weitere schöne Antworten. Zum Beispiel hat eine Person geschrieben, eben irgendwie liebevoll anfassen. Und eine andere hat noch geschrieben, manche sexuellen Handlungen empfinde ich manchmal rein sensuell. Das geht wieder irgendwie auf das, worüber wir vorher gesprochen haben, diese Frage, was sind jetzt für wen sexuelle und sensuelle Handlungen? Wenn ich also eine sexuelle Handlung oder eine als sexuell bewertete Handlung durchführe, dann kann sie für mich ja genauso oder für eine andere Person ja genauso rein sensuell sein oder rein sensuell erlebt werden. Oder eben auf dieser Ebene. Ja. Es gäbe dann noch eine längere Antwort, die würde ich jetzt noch mal kurz vorlesen. Und zwar hat eine Person geschrieben: Manchmal kann schon nur nahe beieinander sitzen und sensuell sitzen eine sensuelle Interaktion sein,
eher aber direkte Berührungen, wie Umarmungen, den Kopf anlehnen oder kuscheln. Berührung von Körperbereichen, die allgemein eher sexuell konnotiert sind, fallen für mich eher unter sexuelle Handlungen, wobei der Übergang fließend ist. Mit einer Partnerperson fallen auch intime Berührungen auch noch unter sensuelle Interaktion, auch wenn ich sie ansonsten schon als sexuell sehen würde. Ja, finde, das zeigt wieder, wie abhängig es ist auch von Situationen, Personen, wie unterschiedlich es sein kann und wie fließend auch die Übergänge sind. Also die Realität ist halt immer ein bisschen mehr messy als jedes Konzept. Und damit kommen wir jetzt wieder zur nächsten Frage. Und zwar, erlebst du sensuelle Anziehung häufiger oder eher selten? Und unter welchen Umständen kommt es bei dir zu sensueller Anziehung? Bringen wir mal ein bisschen Abwechslung rein und fragen zuerst Noah. Noah, was sagst du dazu? Ja, also wie gesagt, ich habe ja schon an einigen Stellen erwähnt, dass ich demisensuell bin. Deswegen erlebe ich sensuelle Anziehung, also ich nehme an, dass es damit zusammenhängt, eher seltener. Es ist auch so, mit der einzigen Person, die ich habe, es ist jetzt nicht ständig so, dass ich die Person sehe und ständig knuddeln will, aber es gibt immer so Momente, da keimt das so ein bisschen bei mir auf. Und dann kommt schon so der Gedanke, ach, ich würde mich jetzt gerne mal anlehnen, gerne mal kuscheln. Ja, und ja, unter welchen Umständen? Tja, also wie gesagt, aufkommen scheint es, also ich vermute es im Moment, dass es bei mir nur im Zusammenhang mit romantischer Anziehung aufkommt. Und da ich da eben auch Demi bin und das schon ein längeres Vertrauensverhältnis braucht, dass das überhaupt passiert und deswegen auch nicht gleich mit jedem Menschen. Tja, ja, selten halt, ja. Genau, aber alleine, also sensuelle Anziehung ohne romantische, das hatte ich echt noch nie. Es ist nur, wie gesagt, hinterher bei einer Person geblieben, nachdem die romantische Anziehung dann abgeflacht ist. Ja. Ja, ich gebe mal weiter an Stefan. Oh nein. Oh doch. Ich erlebe das für meinen Geschmack wahrscheinlich viel zu oft. Sensuelle Anziehung. Woher das kommt, keine Ahnung. Also ich finde eine breite Palette an Menschen eigentlich sehr oft sensuell anziehen und muss sie eigentlich ständig knuddeln, in die Arme nehmen, länger drücken, was sich gerade so ergibt. Gerade im Freundeskreis merkt man das sehr oft. Also bis ich mal irgendwo wirklich ankomme oder irgendwo wegkomme, dauert es dann doch schon gefühlt Stunden, weil ich einfach durch die Bank weg alle knuddeln muss. Ständig, immer. Ja. Yoshi? Ja, also in den letzten 2 Jahren kam das relativ wenig vor, weil ich relativ wenig neue Menschen kennengelernt habe, demnach auch weniger Menschen gefunden habe, zu denen ich mich sensuell hätte hingezogen fühlen können. Generell ist das so, wenn ich neue Menschen kennenlerne, erstmal ist das so ein, ich kann relativ schnell feststellen, welche Menschen ich interessant finde. Also ich komme in den Raum rein, der kann mit 50 Menschen gefüllt sein, ich kann innerhalb von 5 Sekunden sagen, mit wem ich mich anfreunden werde. Und von diesen Menschen gibt es dann, vermutlich auch wieder irgendeinen Prozentsatz, den man ausrechnen könnte, mit dem ich dann sage, okay, mit diesen Menschen möchte ich knuddeln. Aber dafür muss ich sie halt erstmal ein Stückchen kennenlernen, weil woher soll ich wissen, ob ich mit ihnen knuddeln möchte, wenn ich sie nicht kenne? Genau, also das hängt dann davon ab, wie gut ich mit ihnen klarkomme, wobei das nicht die einzige Komponente ist. Also einer meiner besten Freunde ist ein Mensch, mit dem ich niemals knuddeln würde. Ich kann nicht mal genau festmachen, warum. Weil, ich weiß nicht, das ist mir unbekannte Faktoren, die das mit beeinflussen. Aber es ist halt, ja, auf jeden Fall die Grundlage, dass ich Menschen kennen muss. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, das ist fix. Verstehe. Also kennen muss ich Menschen auch. Eigentlich noch viel, viel mehr. Bin ich auch wieder bisschen auf der anderen Seite des Spektrums. Ich ja, habe schon gesagt, ich bin ja auch demisensuell und bei mir ist es so, normalerweise bin ich halt einfach, für alle Leute gilt meine, denen ich irgendwie vertraue, gilt meine Berührungstoleranz. Und dass ich dann wirklich sensuelle Anziehung entwickle, das ist seltener. Kommt einfach nicht so häufig vor. Eben nur, wenn, also wenn dieses Vertrauensverhältnis vorhanden ist, dann kann das passieren. Passiert ist aber auch keine Garantie.
Bei weitem nicht. Spontan würde ich gerade eben sagen, es gibt so zwei Leute, für die ich das empfinde. Aber ja, genau. Und dann haben wir aber auch wieder viele Antworten aus der Community bekommen. Wobei man allgemein sagen muss, am Anfang, dass auch da das Ganze, ein ganzes Spektrum abgebildet ist und das sehr weit auseinander geht und sehr verschieden ist. Und es von allen Seiten Antworten gibt, von denen ich einfach jetzt mal gleich eine vorlese. Und zwar lautet die: Beinahe gar nicht, sie kommt ab und an vor, wenn es mir schlecht geht, aber wirklich nicht oft. Im Gegensatz dazu haben wir hier eine Person, die schreibt, manchmal auch bei einer starken ästhetischen Anziehung. Und dann hätte ich hier noch was Längeres, nämlich häufiger oder seltener als. Ich würde sagen, es ist eine meiner häufigsten Anziehungsarten. Ich mag Körperkontakt. Meine Familie war dagegen nicht sehr körperlich. Und ich beurteile Menschen häufiger danach, ob ich sie umarmen würde, als danach, ob ich sie ästhetisch anziehend finde. Romantische Anziehung empfinde ich dagegen eher selten. Und je älter ich werde, umso seltener wird es. Sexuelle Anziehung empfinde ich so gut wie gar nicht. Das ist wieder jemand, der das häufig empfindet. Wir haben hier noch eine. Ich finde diese Alterskomponente sehr spannend. Ja. Ich glaube, bei mir ist das mit der sensuellen Anziehung gestiegen mit dem Alter. Ja, also gestiegen ist es bei mir auch, aber weil ich mehr Vertrauensverhältnisse geknüpft habe wieder. Und trotz, was eine Zeit lang bei mir einfach sehr auch wenig vorhanden war. Ich glaube, das lag weniger am Alter, sondern eher an anderen Veränderungen, an der Zeit vielleicht. Und ja. Also bei mir ist das auch gestiegen, weil früher ja gar nicht. Und das kam dann halt mit der, ja, mit der ersten romantischen Anziehung und so ein bisschen. Also vorher hätte ich komplett gesagt, um Gottes Willen gar nicht. Fass mich bloß nicht an, so nach dem Motto. Ja. Kann ich mich anschließen. Also nicht hundertprozentig, aber bei mir war es früher tatsächlich so, dass ich so gut wie nie mit jemandem körperlich Kontakt hatte. Was das jetzige umso absurder macht, dass ich eigentlich so wirklich halt jeden gerne knuddel. Das ist halt schon sehr ins Extreme abgedriftet. Warum? Keine Ahnung. Also Kann, ich könnte weiß. ich nicht benennen. Also ich kann die Veränderung bei mir schon so eben so ein bisschen begründen, auch durch meine persönliche Entwicklung. Aber es ist halt trotzdem so, dass ich die Menschen, für die ich sensuelle Anziehung empfunden habe, im Laufe meines Lebens an der Hand abzählen kann. Ja, ich bräuchte vermutlich die Hände von den Leuten, zu denen ich sensuelle Anziehung empfinde, um es an Händen abzählen zu können. Ich wollte gerade sagen, ich hätte nicht genug Hände. Ich kann dir eine leihen, die ich nicht brauche. Ich kann das noch an einer Hand. Also zum Zählen. Du darfst sie nicht behalten. Also ich. Das hast du nicht ge. Oh. Och, ich wollte gerade sagen, ich wollte Ich kann das noch an einer Hand. Ich habe mich insgesamt fünfmal bis jetzt verliebt und davon zweimal, na sagen wir mal dreimal, hatte ich sensuelle Anziehung. Und daraus sind zwei Beziehungen geworden. Wuhu. Also ich glaube, die letzten 2 Jahre kann ich an meinen beiden Händen abzählen, aber halt auch bloß, weil ich nur sehr limitiert neue Menschen kennengelernt habe. Also für die letzten Jahre bräuchte ich nur, keine Ahnung, 2 oder 3 Finger. Ja. Naja, Corona lässt Meine grüßen. Hand reicht für die letzten 3 Monate. Nur wegen Corona. Wow. Sehr unterschiedlich. Wir sind auf jeden Fall sehr divers aufgestellt Ja, hier. yes. Finde ich gut. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Und zwar, gibt es bestimmte Typen von Menschen, zu denen du dich sensuell hingezogen fühlst? Falls ja, kannst du sie beschreiben? Finn, was meinst du? Ja, also ich empfinde das als eher schwierige Frage. Aber grundsätzlich kann man sagen, nicht männliche Personen, zu denen ich eine Vertrauensbeziehung habe
oder zu denen ich schon Vertrauen aufgebaut habe. Und dann hat das, also wenn ich so beobachte, sind es meistens Menschen, die, oder von denen ich so, von dem ich wahrnehme, dass sie relativ reflektiert sind, dass sie differenziert denken. Es sind teilweise bestimmte Arten und Weisen zu, oder Dinge differenziert zu betrachten und zu beurteilen. Menschen, mit denen man coole, gute Gespräche auch tatsächlich führen kann und wo ich irgendwo so eine Connection wahrnehme auch. Ich kann dazu sagen, finde ich, kann mich dir eigentlich anschließen, Wort für Wort, bis auf eine winzige Kleinigkeit. Tja. Bei mir sind es alles außer Frauen. Dann tauschen wir das einfach so, oder? Ja. Ansonsten könnte ich die gleiche Antwort geben, also brauche ich nicht extra aufzählen. Wie ist es bei den anderen? Ja, bei mir ist es in der Tat hauptsächlich männlich gelesene Personen. Die Ausnahmen von dieser Regel kann ich an einer Hand abzählen. Und bei den eher männlich gelesenen Personen ist es dann auch meistens, dass die größer sind als ich, dass sie mehr Körperwärme abstrahlen als ich. Und ja, dann kommt halt wieder dieser Geborgenheitsaspekt rein. Also wenn ich mich halt irgendwie mit ihnen wohlfühle, dann knuddle ich auch, also habe ich generell einfach mehr Lust auf Körperkontakt mit den Menschen, weil wenn ich mich nicht wohlfühle, dann will ich tendenziell auch nicht so viel mit den Menschen machen. Also warum sollte ich? Bei den eher weiblich gelesenen Personen, bei denen das bisher vorkam, dass ich sensuelle Anziehung verspürt habe, war das in der Tat ganz spannend, weil die dann quasi das komplette Gegenteil waren. Die waren kleiner als ich, so, und da war es nicht, dass ich mich bei ihnen geborgen gefühlt habe, sondern dass ich so beschützerinstinktmäßig dann irgendwie so mich zu denen gefühlt habe. Und ja, das ist sehr unterschiedlich, aber wie gesagt, meistens eher bei Leuten, die größer sind als ich, weil da kann ich mich auch besser anlehnen. Es hat einfach taktische Vorzüge. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe keinen bestimmten Typ. Es ist tatsächlich einfach eine riesige Palette an Menschen, die ich mittlerweile kennengelernt habe, die ich öfters sehe, sensuell mich zu denen hingezogen fühle, dass ich tatsächlich mir sehr schwer tun würde, zu sagen, was genau mich an den Menschen, was genau dafür verantwortlich ist, dass ich mich zu den Leuten hingezogen fühle. Also es geht tatsächlich von Männern über Frauen über, ach, weiß der Geier was, keine Ahnung, alles. Irgendjemand hat irgendwie immer irgendwas Interessantes an sich, was mich dann einfach irgendwo einfängt und wo ich sage, ja, das macht die Person interessant, die möchte ich mehr, näher kennenlernen, knuddeln, was auch immer. Also ich. Auf jeden Fall überwiegt die Menschenanzahl, die ich knuddeln möchte, den Menschen gegenüber, die ich am besten meide. Dann würde ich gleich noch schnell ein paar Antworten vorlesen. Und zwar sagt eine Person, würde dir zustimmen, Stefanie schreibt nämlich nein, eher nicht, also offenbar kein Typ vorhanden. Und dann haben wir noch, oh puh, Männer, mit denen ich in einer Beziehung bin oder in diversen Vorstufen dazu befinde. Wie viele Vorstufen Da sind wir Ich dann wieder bei weiß den es Sachen, die nicht. für Menschen unterschiedlich sind. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von so davon. Das wurde nicht geschrieben. Ich blicke nicht durch. Ja. Hier hat noch eine Person geschrieben, Menschen, die mir Ruhe, Freude und Faszination auslösen. Also in mir auslösen, steht da. Faszination in mir auslösen. Es sind meistens freundliche Menschen, vertraute, gut riechende Menschen oder Menschen, die meine ästhetische Anziehung kitzeln. Yes. Ja, und dann hätte ich hier schon die nächste Frage. Und zwar lautet die: Willst du irgendwann mehr oder bleibt es bei rein sensueller Anziehung? Wenn ja, kannst du das genauer beschreiben? Und die Lotterie wählt Yoshi aus. Du darfst zuerst antworten. Hauptgewinn. Ich struggle so ein bisschen mit der Frage mehr, weil das ist so ein, in welche Richtung mehr? Aber ich vermute, es ist so gemeint im Sinne von, kommen da noch andere Anziehungen dazu oder ähnliches.
Und das ist sehr personabhängig. Manchmal ja, manchmal nein. Kommt auf die Person, die Situation, die Zeit in meinem Leben drauf an. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Verstehe ich. Ich dachte bislang, bei mir war es so, dass ich bislang immer oder sehr lange einfach dachte, es bleibt. Also ich meine, ich hatte jetzt nicht so viele exemplarische Fälle, an denen ich das hätte beobachten können. Aber bei den Paaren, die ich ha hatte, dachte ich mir halt, ja, es bleibt halt immer dabei. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher, aber ob das nicht in manchen Fällen doch anders ist, war. Aber mal sehen. Ich schätze, ich bin gerade dabei, das rauszufinden. Stefan, was sagst du? Ich glaube, ich kann mich da Yoshi anschließen eigentlich, weil es ist halt immer drauf, kommt immer darauf an, wie sich alles entwickelt, ob mich die Person mehr interessiert, ob ich wirklich irgendwas im irgendwelche Gefühle entwickle oder nicht. Also es ist halt ja, abhängig von Situation, von der Zeit, von der Person, die mir gegenüber ist. Meistens ist es dann auch eher so fließend, also ich könnte es auch nicht wirklich beschreiben, also das passiert dann halt. Ich glaube, wir haben auch noch eine Antwort aus der Community, die das auch so ein bisschen, die auch so ein bisschen unterstreicht, dass es unterschiedlich ist. Jedenfalls hat eine Person ihre Antwort gleich mit unterschiedlich angefangen. Und zwar unterschiedlich. Bei manchen Menschen bleibt es dabei, bei anderen kommt sexuelle Anziehung auf. Aber ich bin oft unsicher, ob das nicht auch die gesellschaftliche Erwartung ist, die da sehr tief eingepflanzt wurde, dass körperliche Nähe zu Sex führen muss, sollte. Finde, das geht ein bisschen in die Richtung, dass einfach auch anders sein kann, je nach Person, Situation, Ding. Aber Noah hat noch nicht geantwortet. Das stimmt, wobei ich auch gerade echt am Überlegen bin. Erst wollte ich Nein sagen, aber doch, ich glaube, es ist unterschiedlich. Also ich hatte, da muss ich jetzt die Beziehung auseinandernehmen. Beziehung 1, da ist es dabei geblieben. Beziehung 2, also sexuelle Anziehung, wie gesagt, kam zu keiner Zeit, aber ich habe ein paar Kinks. Und bei der Person habe ich tatsächlich Lust bekommen, auch Kinks auszuleben, was vielleicht auch daran lag, dass die Person mich sexuell wirklich komplett in Ruhe gelassen hat. Also in der Hinsicht, vielleicht, das ist deswegen. Aber es war jetzt kein Muss, es war nur so ein, ja, könnte man mal ausprobieren. Also ja, also in der Hinsicht könnte man auch sagen, unterschiedlich. Und mehr kann ich noch nicht sagen, weil ich habe ja, ich habe zwar gerade eine Person, zu der ich sensuelle Anziehung empfinde, aber wie ich ja gesagt habe, es waren jetzt gerade mal, ich sag gern mal 2,5 Menschen, weil bei der einen war es so gerade am Starten, bevor ich beschlossen habe, nee, ich will mit der Person, auch wenn ich mich gerade verliebt habe, nicht keine Beziehung eingehen. Dementsprechend sagen wir mal 2,5 und von 2 Versuchen kann ich noch nicht so viel sagen. Ja, bisschen wenig. Verstehe. Eine Antwort würde ich noch gerne vorlesen, wenn ihr mich lasst. Und zwar, je intensiver die sensuelle Anziehung und je besser ich eine sensuell anziehende Person kennenlerne, desto mehr Zeit möchte ich mit ihr verbringen und desto näher möchte ich ihr sein. Kann sein, dass das in Richtung romantische Anziehung geht, aber sicher bin ich da nicht. Und noch eine Frage, die wir hier aus dem Hut zaubern können. Und zwar, wird sensuelle Anziehung bzw. die daraus folgenden Handlungen von dir selbst oder eher von anderen als romantisch oder sexuell konnotiert wahrgenommen? So, jetzt Trommelwirbel, wen frage ich zuerst? Na, ich nehme Finn. Ja, also ich glaube von mir selbst eher, also wenn sie wirklich für mich, also wenn, wenn sie für mich, wenn es gerade einfach sensuelle Interaktion ist, von mir selbst nicht, aber ich habe schon erlebt, dass Dinge, die für mich in dem, zu dem Zeitpunkt einfach rein sensuell sind, von anderen Menschen oder von einem damaligen Partnermenschen als sexuell wahrgenommen wurden oder zumindest so auch, dann auch so interpretiert wurden und das war dann anstrengend, sage ich mal. Und ein bisschen schwierig. Kann ich dir die Frage gleich zurückgeben? Habe ich sie Das jetzt kannst. zufriedenstellend beantwortet? Ja, hast du ganz toll gemacht. Also,
zu meiner Seite her, da müsste ich ja die anderen Menschen fragen. Also von mir aus, ja, also wenn ich jetzt sensuell zu einem anderen Menschen halt mich angezogen fühle und mich ja dann meistens auch romantisch angezogen fühle, ja, denke ich, interpretiere ich das manchmal auch als ein bisschen romantisch, weiß aber nicht, ob das von der Person so gesehen wird. Aber ich habe ja inzwischen gemerkt, ne, es geht auch ohne Romantik oder beziehungsweise hinterher ohne Romantik. Das nehme ich dann jetzt nicht mehr romantisch wahr. Sexuell, keine Ahnung, wenn dann nur von anderen Menschen. Ja, keine Ahnung, kann da nicht wirklich viel zu sagen. Stefan, magst du vielleicht mal was sagen? Also ich selbst, keine Ahnung, ich mache mir da, wie gesagt, zu wenig Gedanken drüber, was ich da eigentlich treibe. Um das jetzt irgendwo irgendeine Kategorie zuschreiben zu können. Was andere anbetrifft, wird es wahrscheinlich durchaus mal als vielleicht romantisch, eventuell sehr wahrscheinlich sexuell eingestuft werden, weil ich, wie gesagt, mir nichts dabei denke und ich Dinge mache einfach, weil ich sie allein schon sensuell anziehend finde und dabei nicht mal unbedingt sexuelle Hintergedanken dabei habe. Also könnte es durchaus passiert sein, dass es dann aber anders ankam. Ja, dann bleibe ich wohl übrig. Also ich kann ganz klar sagen, von mir selbst, nö. Ich mache das, ich knuddel gerne, weil ich gerne knuddle, ohne Hintergedanken, weder romantisch noch sexuell. Und das war auch schon zu Schulzeiten so, bis dann mal irgendwann ein Therapeut mich anguckt und mich fragt, ob mir dann eigentlich bewusst sei, dass andere Menschen Erwartungen haben. Ich gucke dann, wie andere Menschen haben Erwartungen. Das war eine völlig neue Erkenntnis für mich und hat auch sehr viel in meinem Leben erklärt. Fand ich damals voll anstrengend, voll blöd und voll nervig. Wie können die denn? Ich will doch bloß knuddeln. Das war voll blöd. Inzwischen weiß ich das. Und das macht mein Leben komplizierter, weil ich mir jetzt Gedanken drüber machen muss, was ich anderen Leuten für Signale sende, die ich eigentlich gar nicht sende, aber Menschen nehmen das halt irgendwie so auf und dann muss ich halt darauf achten, was ich jetzt wie tue, damit Menschen bloß keinen falschen Eindruck bekommen. Voll doof. Im Endeffekt denen ja Problem, was sie daraus machen. Ja, aber dann kommt das zu nervigen Gesprächen und nachher ist dann irgendwie die Freundschaft kaputt, weil sie was von mir wollen, ich aber nicht von ihnen. Ja, das verkompliziert Partnerinnenschaften. Also, beziehungsweise kann sie verkomplizieren, vor allem, weiß ich jetzt noch nicht irgendwie ein Wort oder eine Erklärung oder ein sinnvolles Konzept dafür hatte, war das einfach auch anstrengend. Ja. Ja, gut, kompliziert machen kann es schon, ja. Das ist richtig. Ja. Ich würde sagen, lesen wir hier mal noch eine Antwort vor. Ich habe hier zum Beispiel von mir selber nicht, von anderen durchaus, bis hin zur Verwunderung, warum ich diese Person küssen wolle. Da ich Auro-Ace bin und das in den Köpfen nicht zusammenpasst. Beim darüber reden habe ich auch das Gefühl bekommen, dass viele allosexuelle Menschen den Unterschied nicht kennen bzw. noch nie von sensueller Anziehung gehört haben. Ja, dem kann ich voll und ganz zustimmen, dem letzten Satz. Ja. Kann ich im Prinzip zustimmen, weil ich tatsächlich vorher zumindest nie über sensuelle Anziehung Gedanken gemacht habe, aber auf der anderen Seite kann ich auch nachempfinden, dass da durchaus ein Unterschied besteht. Also hängt irgendwo dazwischen. Hier haben wir noch eine Antwort, da steht: Ich denke mittlerweile nicht mehr, dass meine sensuelle Anziehung sexuell oder romantisch sein könnte. Ich habe aber das Gefühl, dass sensuelle Handlungen von anderen als sexuell oder romantisch konnotiert wahrgenommen werden würden, weshalb ich mich meist zurückhalte. Das finde ich halt so schade, dass Menschen sich zurückhalten müssen, weil andere Menschen Dinge komisch wahrnehmen. Es wäre viel einfacher, wenn einfach alle Menschen nachfragen würden, bevor sie irgendwas annehmen. Das Ding ist, wir sind halt nicht mit beieinander im Kopf und müssen irgendwie kommunizieren. Das ist schwierig. Dazu muss halt irgendwie erst das Bewusstsein da sein, dass es unterschiedlich sein kann von unterschiedlichen Menschen und dass eine Handlung nicht explizit XY bedeutet. Und dann kann ich nachfragen. Aber wenn ich irgendwie dieses Bewusstsein nicht habe, dann frage ich nicht nach, denke ich. Ich glaube, diese Erkenntnis hat in der Tat bei mir dazu geführt, dass ich mit meiner sensuellen Anziehung selektiver umgehe.
weil als ich das noch nicht wusste, hatte ich in der Tat deutlich weniger selektiv irgendwie mit Menschen gekuschelt. Und ich weiß nicht, wie ich damals sensuelle Anziehung wahrgenommen habe, weil damals wusste ich noch nicht, dass es sowas gibt. Aber heutzutage, wo ich das alles weiß und weiß, dass Menschen Dinge anders wahrnehmen als ich, ist das so ein, okay, es ist tendenziell, naja, gefährlich nicht ganz, aber es ist halt tendenziell anstrengend und kompliziert, also muss ich halt wählerischer sein, um mir halt Menschen rauszusuchen, die entweder nachfragen oder es von vornherein nicht falsch aufnehmen werden. Ja, kann ich irgendwie logisch nachvollziehen. Also bei mir war es halt, ist es halt oder war es nicht in dem Sinne nicht so, dass sich das irgendwie verändert hat, weil das bei mir nicht so oft passiert, dass ich sensuelle Anziehung empfinde. Aber ja, von dem her, weil es halt auch oft kompliziert werden kann, nachvollziehbar. Ich würde dann in dem Fall, weil es für mich auch gerade passt, zur nächsten Frage übergehen. Und zwar, hast du Erfahrungen gemacht, bei denen sensuelle Interaktion, zum Beispiel Kuscheln etc., mit anderen Personen bei diesen romantische oder sexuelle Anziehung Gefühle ausgelöst hat, ohne dass du es wolltest? Ja. Ja, das passt auch so ein bisschen zur Frage von eben, richtig? Ja, nein, vielleicht. War bei mir halt, also. Ich kann dezidiert sagen, ja, war so, war kompliziert, beziehungsweise dass es auch Gefühle gepusht hat irgendwie. Glaube, in meinem Fall ein ganz klares Jein. Ganz klar, Noah. Please Ja. elaborate. Nein, ich glaube, das muss ich jetzt erklären. Also in meiner ersten Beziehung dachte ich ja noch, dass, ne, man muss ja irgendwie dann ins Sexuelle kommen, ob ich das nun mag oder nicht. Und da war das dann halt so, dass ich dachte, okay, vielleicht mache ich das jetzt hoffentlich richtig, dass das dann gewisse Dinge auslöst. Und ja, also da wollte ich das dann tatsächlich auslösen, weil ich dachte, muss ja. Allerdings bei mir hat das halt nicht funktioniert. Ja, allgemein will ich da gleich mal bemerken, bei unserer Umfrage ist aufgefallen, dass wir da ein paar Neins und ganz viele Ja's hatten. Ja. Weit verbreitete Erfahrung offensichtlich. Ich würde dann auch gleich mal eine Antwort vorlesen, denke ich. Und zwar, bei der letzten Frage habe ich das angedeutet. Sicherlich, ja. Assigned Male at Birth Personen hauptsächlich haben Kontaktsituationen, die für mich sensuell, aber weder romantisch noch sexuell intendiert waren, schon einige Male falsch interpretiert und entsprechend reagiert. Ich habe aber auch Erfahrungen gemacht, in denen ich mit einer Person eng kuscheln, umarmt schlafen und Hand halten konnte, ohne dass einer von uns beiden ein Interesse geäußert oder empfunden hat, von einer platonischen Beziehung zu etwas anderem zu gehen. Ich finde es schön zu hören, wenn es auch Beispiele gibt, wo es nicht so ist oder wo es nicht, wo das nicht passiert. Definitiv, das ist immer Auch wenn gut die zu Per hören. ja. Auch wenn die Person beide Erfahrungen gemacht hat, offenbar. Ich denke mal, das ist auch so ein Problem einfach, ob du dann, ob der andere einfach auch von sich aus schon Gefühle für die Person entwickelt. Weil er kann, dann bleibt das wahrscheinlich nicht aus, dass das dann derjenige versucht weiterzugehen. Weil ich sag mal, wenn du nur mit ihm kuscheln möchtest und er das vielleicht auch weiß, aber Gefühle hat, ist das halt immer ein bisschen schwierig in der Ja, Situation klar. dann. Ich hatte das auch schon, dass Menschen kommuniziert haben mit, hey, ist das eigentlich von dir irgendwie so gedacht, dass irgendwie romantisches, sexuelles Interesse besteht? Ich saß da, nö, oder was ein, okay, dann habe ich halt meine Gefühle für mich, aber wir können trotzdem weiter kuscheln und wird dann halt auch nie irgendwie weitergehen oder so. Also es gibt auch in die Hinsicht, dass Leute sagen, oh, wenn das bei dir nicht so ist, dann ist das quasi mein, also das Problem von der Person und Person kann damit umgehen und alles ist gut. Ja, das ist auch ein Positivbeispiel, würde ich sagen. Ja, es gibt dann aber auch noch andere Antworten, die wir bekommen haben. Zum Beispiel, ja, bei meinem früheren allosexuellen Partner die ganze Zeit. Oder auch wieder ein auf der anderen Seite des Spektrums, Antwortspektrums und Anführungszeichen.
Nein, da ich nur mit sehr ausgewählten Menschen und sehr selten sensuelle Interaktion habe, wäre das ziemlich unwahrscheinlich. Ja, und eine hätte ich noch, die würde ich da jetzt gleich noch anhängen. In Partnerschaften leider immer wieder, weshalb ich körperliche Nähe zu meinen jeweiligen Partnern weitgehend vermieden habe und statt mit ihnen lieber mit anderen gekuschelt habe, die ich sensuell anziehend fand. Das finde ich wieder so ein bisschen traurig einfach selber. Ja, Weil kenne ich aber das, auch. ja, eben, aber es schadet halt auch dann der Partnerinnenschaft. Ja, ich hatte das in Beziehungen bei mir auch und die haben dann auf lange Sicht nie gehalten, genau deswegen. Das ist halt immer so schwierig, wenn dann zwei, sag ich mal, Welten aufeinandertreffen, die Schwierigkeiten haben, den anderen zu verstehen. Ja. Also, dass ich bei wem anderen kuscheln gegangen bin, war bei mir noch nicht. Also halt auch deswegen, weil, ja, für wen sollte ich spontan sensuelle Anziehung empfinden? Ja, ich hatte das Aber also nicht fremdkuscheln gegangen. fremdkuscheln. Na, das ist in der Tat eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich hatte schon mal eine Partnerschaft, wo mein Partner mir vorschreiben wollte, dass ich nur mit ihm kuscheln darf. Und ich saß da, Alter, du kennst mich, das wird nicht passieren. Ich kuschel mit so vielen Menschen. Du kannst mir das nicht verbieten. Das ist. Nein. Es würde bei mir vielleicht sogar funktionieren, aber wow. What? Also bei mir scheitert das schon im Ansatz. Also das kann gleich kicken. Also das wird nie passieren. Ja, also ich werde auch niemals eine Beziehung mit jemandem anfangen, der auf die Idee kommt, auch eine Ansatzweise, weil nein, das geht nicht. Whoops. Das wäre, als würde man mir das Essen oder das Trinken verbieten. Ja, dann schlimmer. Schlimmer? Ja, ohne Essen kann ich eine Weile überleben. Ohne Knuddeln wird sehr schnell sehr problematisch. Ja, ohne Essen Okay. bin ich sehr Ich ungehalten. wollte gerade sagen, ich sterbe, glaube ich, ich verhungere, glaube ich, eher, bevor ich an nicht kuscheln sterbe. Oder bevor mir auffällt, dass ich nicht gekuschelt habe. Und passend zu unserem Thema, mit dem wir gerade geendet haben, die nächste Frage. Gibt es beim Ausbleiben von sensueller Interaktion eine Art Hungergefühl, Schrägstrich Sehnsucht, also Stichwort, wer es kennt, Touch Starvation? Und ich stelle die Frage an Yoshi. Oh, finde ich gut. Kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Wenn ich zu lange nichts zum Knuddeln habe, werde ich unterknuddelt. Was bei mir, würde ich sagen, daran liegt, dass ich so eine Art Knuddelakku habe. Und ich nutze quasi meine Knuddelenergie, die ich sammle, um mit meinem Leben klarzukommen. Und wenn ich ein sehr anstrengendes Leben habe und zu wenig geknuddelt werde dafür, dann endet das nicht gut für mich. Und irgendwann fange ich dann einfach an, basically jeden zu knuddeln, der mit mir knuddeln möchte. So, weil dann brauche ich Knuddel. Dann ist das aber nicht, dann hat das aber nicht mehr halt mit sensueller Anziehung zu tun. So, dann ist das einfach nur noch Knuddelakku kaputt. Und wenn ich dann meinen Knuddelakku wieder aufgeladen habe auf ein vernünftiges Level, dann knuddel ich wieder mit den Menschen, mit denen ich knuddeln möchte. Aber es ist alles immer consensual, also ich frage immer nach, ob das okay ist. Das ist sehr schön. Die bildliche Darstellung gefällt mir. Ja, ich glaube, Also ich ich bin brauche so wirklich ein. mal über eine Konferenz gelaufen, habe eine Person, die ich nicht kannte, angesprochen, hey, darf ich dich knuddeln? Ich brauche das gerade. Ja, ich glaube, das mit dem Knuddelakku, das kann ich nachempfinden. Ich glaube, den habe ich auch. Ist nur ein bisschen größer. Sehr sympathisch. Ja, mir geht es dann entsprechend genauso. Also, wenn ich zu wenig geknuddelt werde, wenn ich zu lange niemanden hatte zum Knuddeln oder. Ich sag mal, ich muss glaube ich knuddeln und knuddeln unterscheiden im Sinne von knuddeln mit meiner Freundin ist das eine, aber es, knuddeln mit anderen Menschen ist schon noch, doch nochmal was anderes für mich. Und wenn ich davon zu wenig bekomme, dann ja, werde ich sehr traurig, möchte ich mich irgendwo vergraben. Also das fehlt mir tatsächlich sehr. Ich kann da klar sagen, ich habe keinen Kuschelakku. Die meiste Zeit brauche ich es schlicht und ergreifend nicht. Es ist so ein bisschen so, ich glaube, ich hatte es am Anfang erwähnt, wenn ich gerade eben sensuelle Anziehung verspüre, dann gibt es so die Momente, wo ich denke, ach, jetzt
die Person gerade da, ach ja, ein bisschen kuscheln könnte man. Wenn es nicht passiert, dann gibt es vereinzelt mal Momente, wo ich denke, oh schade, aber mehr als mal ein kurzes oh schade und dann ist es wieder weg, ist bei mir nicht. Und Finn, wie ist es bei dir? Ja, also mir geht's da so ähnlich. Allerdings habe ich mein Bild irgendwie anders, habe ich das Bild irgendwie anders adaptiert im ersten Moment so von, ich wurde, glaube ich, mit kleiner Notfall-Knuddel-Akku-Batterie konzipiert und normalerweise laufe ich ohne Knuddel-Akku. Meinen Akku kann man aufladen mit den richtigen Gesprächen und den richtigen Gesprächsthemen und konzeptuell abstrakten Diskussionen. Und normalerweise knuddeln brauche ich nicht. Wenn ich schon gar nicht, wenn ich gerade nicht für wen sensuelle Anziehung empfinde. Wenn das dann doch der Fall ist, dann ist es meistens auch so eine oh schade Reaktion. Und dann gibt es Momente, da springt diese Notfallbatterie an. Aber ich kann gerade keine genaue. Ich kann gerade nicht genau sagen, wann das der Fall ist, dass ich wirklich mal gern geknuddelt werden möchte in Situationen, weil ich es gerade brauche. Das gibt's selten. Und dann halt immer auch nur von der Person oder eben von Personen, für die ich sensuelle Anziehung empfinde. Ja. War das irgendwie verständlich? Ich denke schon. Du hast mich da nämlich auch gerade auf eine Idee gebracht. Also ich denke, ich habe zwar keinen Knuddelakku, aber ich habe so einen kleinen Akku, der muss manchmal mit meinen besten Freunden und sehr engen, also sehr tiefgründigen Gesprächen aufgefüllt werden. Vielleicht ist das so mein Ersatzakku. Den habe ich durchaus. Das ist Aber bei mir, glaube ich, mein Hauptakku. ja, also den Akku habe ich, aber ich kann diesen Akku im Zweifelsfall auch mit Meditation inzwischen aufladen. Ich meditiere ab und an und damit kann ich auch eine ganze Menge wieder aufladen. Aber ja, diese vertrauten Gespräche, die brauche ich. Das ist schon wichtig. Ja. Aber sowas wie Hungergefühl oder Berührung, dass ich das jetzt brauche, habe ich fast nie. Im Aber wir können ja Gegensatz mal. zur Community, wo ganz, ganz Genau, viele das hatte Leute ich mit auch. Ja geantwortet haben und ich mich frage, wie ich das verstehen soll, aber okay, ist wohl so. Noah, willst du was vorlesen? gleich das erste. Hier steht eher ein befreiendes Gefühl in meinem Fall. Ich mag die Person. Kann ich nachvollziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Meistens. Gibt aber auch. Es gibt auch Menschen, die sagen, kann ich gar nicht so genau sagen. Ja, aber die meisten Personen sagen ja, wie die nächste. Ja, ich merke schon, wenn ich lange kontaktlos war, eine gewisse Sehnsucht. Da reicht dann auch nicht eine schnelle Umarmung. Körperkontakt versichert mich. Reassuring, IDK, was das passende deutsche Wort wäre. Ich fühle mich dann geborgen. Wenn das lange fehlt, merke ich das schon. Ich denke, man kann es mit Einsamkeit vergleichen, zumindest im Empfinden, wenn auch nicht in der Ursache, Lösung. Kann ich voll nachvollziehen. Wir haben hier auch noch eine Person, die hat gesagt, Sehnsucht ja, ein Hungergefühl habe ich bis jetzt noch nicht bei mir feststellen können. Dann mache ich auch gleich wieder mit der nächsten Frage weiter. Und zwar wäre die, welche emotionalen Bedürfnisse werden für dich durch sensuelle Interaktion mit anderen Menschen erfüllt? Stefan, möchtest du anfangen? Was? Schon wieder? Ja, schon wieder. Immer ich? So eine gute Frage. Es sind eigentlich verschiedene Sachen, wie das Geborgenheit, Vertrautheit, Sicherheit. Also es sind halt ja, sehr viele emotionale Bedürfnisse, die je nach Mensch auch erfüllt werden. Also es ist nicht so, dass jeder Mensch auch jedes Bedürfnis erfüllt, sondern das ist tatsächlich dann abhängig davon ist, wie nah ich der Person bin, ob es dann einfach nur ein Glücksgefühl ist gerade oder ob es dann wirklich Geborgenheit ist. Yoshi, möchtest du gleich weitermachen? Ja, klar.
Ich kann mich da der Aussage von Stefan eigentlich ganz gut anschließen, dass das halt von Personen unterschiedlich abhängt, weil für mich zum Beispiel mit meinem Partnermenschen halt auch Intimität abgedeckt wird, aber jetzt mit zum Beispiel meinem einen besten Freund in der Schule, mit dem knuddel ich auch und habe da auch das Bedürfnis, irgendwie mit ihm sensuell interaktiv zu sein, aber es ist halt trotzdem nicht, dass es halt Intimität irgendwie mit abdeckt, was halt mit meiner Partnerperson wie gesagt tut. Also es ist halt sehr unterschiedlich. Was allerdings, glaube ich, bei allen gegeben ist, ist, dass es halt bei mir Geborgenheit erfüllt, weil das ja für mich auch so die Grundvoraussetzung ist, dass ich überhaupt irgendwie sensuelle Anziehung auch so habe. Und ja. Ja, also dass es bei unterschiedlichen Menschen und unterschiedliches auch ist, glaube ich, ja. Bei mir ist es, glaube ich, eher oft so ein Ausdruck von Vertrautheit und Verbundenheit schon. Also einfach, weil das für mich die Vora oder eine Voraussetzung ist, wie die Voraussetzung. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen ruhig werden können dann. Und entspannen. Manchmal einfach auch nur Spaß, lustigerweise, je nach Art der Interaktion. Noah, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin die ganze Zeit schon am Grübeln, da ich ja sensuelle Anziehung so meistens gar nicht habe, bin ich echt am Überlegen. Also ich glaube, am ehesten ist es auch Vertrautheit und irgendwie Nähe. Aber wie gesagt, Nähe habe ich auch über Gespräche, wenn mir jemand zuhört und einfach quasi ein offenes Ohr für mich hat. Oder ich drücke auch gerne Nähe darüber aus, anderen Menschen zuzuhören und ja, also ich glaube, am ehesten ist es so ein bisschen das Bedürfnis nach Nähe. Also eine Form bei mir, das Bedürfnis nach Nähe ein Ja. bisschen zu stillen. Wollen wir noch ein paar Antworten vorlesen? Klar, gerne. Ich finde hier das ganz schön. Das ist ja so ein bisschen, ja, kommt, glaube ich, in die Richtung. Und zwar metaphorische Nähe. Ich suche nach etwas Vertrauten, nach dem Zusprechen von Mut oder den Vergewissern, dass ich gesehen werde. Diese Nähe und Wärme sind für mich emotionale Bedürfnisse. Ich mag auch noch, da hat die nächste Auflistung, nämlich auch wieder Nähe, Geborgenheit, Vertrautheit, emotionale Zuwendung, Sicherheit, emotionale Stabilisierung, Entspannung, Ruhe, Akzeptanz, Loslassen, Verstärkung der Freundinnenschaft. Hier ist auch nochmal so ähnlich, Nähe zu anderen, lebendig fühlen, gesehen fühlen. Und eine Person kann ich nicht definieren. Ja, es gibt's auch. Darf man auch. Ja, ging mir ja auch so. Ich habe auch ganz schön überlegt, ob ich das überhaupt definieren kann für mich. Ich kann halt ein paar Sachen so ein bisschen herauspicken, aber es ist sicher nicht alles und es ist immer komplexer, als wir denken oder in Worte fassen können, glaube ich. Wie heißt immer so schön? Es ist kompliziert. Kommen wir schon zur nächsten Frage. Kannst du steuern, beziehungsweise hast du einen Einfluss darauf, für wen du sensuelle Anziehung entwickelst? Hier im Finn. Also, ich weiß nicht, ich glaube, also im Endeffekt nicht, aber dadurch, dass es halt bei mir diese Vertrauensbeziehung voraussetzt, ist es, ich muss halt Vertrauen zu der Person haben und auf Vertrauen, das ist bei mir auch so ein Ding, muss ich mich einlassen. Das heißt, ich meine, die Entscheidung, also diese Beziehung ist jetzt nicht so, dass es dann immer zu sensueller Anziehung führt, aber eigentlich wird eine Entscheidung vorher schon irgendwo getroffen, dass es überhaupt die Voraussetzung erfüllt ist. Aber ich kann jetzt nicht dezidiert sagen, bei der Person wird das, wird sich dann auch wirklich dieser Schalter umlegen und bei der nicht. Jo, ich denke, das beschreibt es ganz gut. Also ich kann über die Voraussetzungen ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Mitspracherecht, aber sonst eher nicht. Und das ist jetzt auch nicht, als würde ich das dann in Bezug auf das bewusst betrachten. Also keine bewussten Entscheidungen darüber. Ich gebe die Frage einfach mal weiter an Yoshi. Oh, darauf kann ich ein klares Jein antworten. Yes. Also es gibt dieses spontane, mit dem Menschen möchte ich knuddeln.
was quasi so eine Vorstufe von sensueller Anziehung bei mir ist. Und das kann ich nicht steuern. Das ist halt da, ob ich will oder nicht. Was dann aber, was ich steuern kann, ist dann ein, okay, lasse ich das jetzt quasi in sensuelle Anziehung und daraus folgend sensuelle Interaktion ausarten, nicht? Weil ich habe inzwischen gelernt, dass dieses, ich will knuddeln, nicht immer auf sinnvollen Sachen basiert und teilweise halt auch bei Menschen entsteht, mit denen das vielleicht gar nicht klug wäre zu knuddeln, weil ich zum Beispiel weiß, dass sie dann irgendwas reinlesen, was nachher zu ganz blöden Dingen führt oder so. Wo ich dann sage, okay, ja, bestimmt wäre mit den Menschen knuddeln voll nice, ist vielleicht voll cool für andere, ich lasse das. Und dann wird der Mensch auch, wenn ich das meinem Kopf irgendwie deutlich machen kann, warum das so ist, wird dann auch ein, okay, dann halt nicht. Und dann ist das auch okay. Also ich kann es so mehr oder weniger steuern. Na, dann mache ich einfach mal weiter. Also kurz und knackig, nein, ich kann das nicht steuern. Das Einzige, was ich kann, da ja sensuelle Anziehung im Allgemeinen bei mir zusammen mit meiner romantischen kommt, ich kann im Vorfeld schon sagen, bei welchen Menschen es möglicherweise zu romantischer Schrägstrich sensueller Anziehung kommen kann und bei welchen nicht. Also ich kann Menschen komplett ausschließen, wo ich weiß, da passiert es nicht. Aber einen Einfluss drauf, ob es dann wirklich bei einem bestimmten Typ Menschen passiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es was mit Sympathie zu tun. Ja, Stefan, möchtest du noch was sagen? Bei mir ist es halt auch eher ein wahrscheinlich nein, weil ich habe es bisher noch nicht bewusst, weder bewusst wahrgenommen noch bewusst wirklich versucht. Da ich für mich auch wirklich keinen wirklichen Nutzen darin sehe, tue ich das lasse ich das eher einfach passieren und freue mich, wenn es passiert und wenn nicht passiert, naja, dann halt nicht. Das mit dem Nutzen ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, weil ja, selbst wenn ich wüsste, es könnte bei der Person passieren, weil ich mich entscheide, mich darauf einzulassen, der Person zu vertrauen, welchen Nutzen hätte es, zu dem Zeitpunkt darüber nachzudenken? Das, ja. Das mit den Neins ist auch keine Seltenheit. Auch in unserer Umfrage haben die meisten Nein gesagt oder eben jedenfalls nicht bewusst gesteuert, dass sie nicht bewusst steuern können. Ich würde hier jetzt gleich eine längere Antwort vorlesen, wenn ihr wollt. Klar, Und gerne. zwar schreibt eine Person, nein, aber es sind meist nur Leute, zu denen ich vorher schon enge Beziehungen und viel Vertrauen hatte, was in der Regel länger dauert bei mir. Somit ist es eingeschränkt, auf wie viele Leute es fallen kann. Meist reicht mir auch eine oder zwei, reicht mir auch eine oder zwei Leute zum Ausleben. Dann entwickle ich zu der Zeit keine Bedürfnisse, Interessen anderen gegenüber. Ich glaube, bei mir ist das nicht ganz so, aber ähnlich. Also im Sinne von, ich kann es besser steuern, wenn meine Knuddelbedürfnisse mit meinen aktuellen Kuschelwesen gedeckt sind. Wenn ich gnadenlos unterknuddelt bin, dann bin ich unterknuddelt, dann ist das egal. Dann alles knuddeln, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, so eine Art. Also immer noch consensual und so, aber ja. Ich wollte gerade Das Schöne sagen, ist, dass die Welt sonst voll wäre ist ich mit nicht. Leuten, die wie Stefan voll okay damit sind, wenn man sie knuddelt und das voll toll finden. Das heißt, ich finde eigentlich immer wen zum Knuddeln. Natürlich, immer her mit dem Das heißt, ihr könnt euch einfach knuddeln Ja. gehen. Ich wollte sagen, eine Person hat auch geschrieben, nein, das ist mir öfters in unpassenden Situationen passiert. Oh, da würde ich gerne nachfragen, ob es so eine Erläuterung geben könnte. Ja, tja, nee, da steht nicht mehr. So, die Frage ist, ist es bewusste Beeinflussen in der unpassenden Situation passiert oder das nicht gesteuerte? Also, das ist. Ich glaube eher, dass nicht gest dass es gemeint ist, dass die Person kann es nicht steuern und es daher passiert es öfters in unpassenden Situationen. Also so hätte ich es interpretiert. Ich würde es so auch lesen, ja. Wir haben hier noch eine, da hat eine Person geschrieben, keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich Leute, die mir unsympathisch sind oder bei denen ich mich unwohl fühle, nicht sensuell anziehend finde. Im Gegenteil, ich meide deren Nähe und möchte ungern von ihnen berührt werden. Ja. Ja, das geht mir auch so. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei den Leuten habe ich keine Berührungstoleranz, wenn ich. Beziehungsweise ich habe halt auch bei fremden Menschen oder bei Leuten, denen ich nicht vertraue, einfach eine sehr geringe Berührungstoleranz. Also keine ist vielleicht übertrieben, aber eine sehr, sehr geringe.
Ich habe eine Zeit lang bei Menschen, die ich nicht kannte oder die mir unsympathisch waren, immer zusammengezuckt, wenn die mich auch nur angetippt haben. So ein einfaches auf die Schulter tippen, weil ich stand im Weg oder sowas. Ich bin so zusammengezuckt, so als hätte man mich gerade angeschossen oder so. Ja, das mag ich sowieso nicht, wenn das einfach wer macht ohne Warnung. Also mich ohne Warnung zu berühren oder wenn ich das nicht vorher sehe, ist sowieso so ein bisschen gefährlich. Ja, ich weiß nicht, es gibt diese Unart unter Menschen, dass einige Menschen der Meinung sind, wenn dieses Schnipselchen aus dem T-Shirt raushängt, dann ist das die Einladung, dass man das reinpacken darf. Und ich denke mir so, nein, lass es einfach. Wenn es dich stört, mach mich drauf aufmerksam, aber mach das bitte nicht selber. Nein, das ist meins. Also Ja. da rege ich mich auch bei Menschen auf, die irgendwie näher mit mir Kontakt haben und die mich ansonsten irgendwie berühren dürfen, weil es ist so ein. Ja. Das ist da, nein. Geht mir Aber ähnlich, also allgemein. ohne Vorwarnung oder einfach ohne, dass ich es mitkriege. Ich will so, Ja, das beweg ist. dich bitte zumindest langsam. Ja. Oder die Kleidung zurechtrücken, das nervt auch. Okay, kann mal sein, dass ein T-Shirt falsch sitzt. Okay, dann ziehe ich das aber selber zurecht. Das kann man mir sagen. Ich mag nicht, wenn mir einer dann da hingreift und daran rumzuppelt. Das ist Ja. meins. Mehr Das ist Kommunikation nicht für alle. Warum hat das bei mir noch nie jemand gemacht? Die Yes. Gemeinheit. Vielleicht ist einfach immer perfekt gekleidet. Verdammt! Vielleicht hättest du es einfach zu gerne. Gut möglich. Und jetzt kommen wir zu den Fragen aus unserer Umfrage, die wir speziell an Personen auf dem Aceback gerichtet haben. Darum richten wir auch hier jetzt diese Fragen in erster Linie an Yoshi, Noah und mich und lesen natürlich auch wieder weitere Antworten aus der Community vor. Da lautet die erste: Erschwert das Empfinden sensueller Anziehung die eigene Identifikation auf dem Aceback? Und wenn ja, wie? Noah, was sagst du dazu? Bei mir nicht, nee. Also hat damit gar nichts zu tun. Zumal ich ja eh, wie gesagt, gar nicht so viel sensuelle Anziehung empfinde. Also in meinem Fall nein. Das ist bei mir sehr ähnlich. Also ich habe darüber auch nachgedacht, dass ich selbst, wenn ich halt meine ganze sensuelle Anziehung mit romantischer Anziehung verwechseln würde, ich immer noch auf dem Aerospec wäre, weil das so selten passiert. Und ähnlich, ja, mit sexueller Anziehung ist, das passiert einfach grundsätzlich nicht so häufig. I guess. Und darum auch weniger ein Problem oder eine Schwierigkeit. Eher so für die Detailbestimmungen macht es dann Schwierigkeiten, aber die hindern mich jetzt dann nicht daran, mich auf dem Aceback zu identifizieren. Yoshi, was sagst du? Früher hat das definitiv das irgendwie erschwert, weil früher wusste ich noch nicht, dass ich aromantisch bin und habe halt sensuelle Anziehung mit romantischer Anziehung verwechselt, weil ich habe ja nicht verstanden, was andere als romantische Anziehung betrachten. So, für mich war das ein, ich fühle mich zu diesen Menschen hingezogen, das ist bestimmt romantische Anziehung. Bis ich dann mal irgendwann gecheckt habe, dass das vielleicht gar nicht so ist und es mehrere Anziehungssachen gibt, außer sexuell und romantisch und dass ich immer noch keinen Plan habe, was romantische Anziehung ist. Inzwischen weiß ich das und inzwischen ist das so ein, ja nö, ich kuschel halt gern, das hat aber nichts mit meinem Aspekt zu tun und beeinflusst das auch nicht. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie anderen Menschen beibringen. Klingt nachvollziehbar. Also wenn ich bedenke, dass du ja weit mehr sensuelle Anziehung empfindest, als ich mir vorstellen kann für mich, ist das auch sinnvoll nachvollziehbar. Eine Antwort aus der Community von mir, also von mir vorgelesen, lautet: Dinge, die für mich rein romantisch oder sensuell sind, sind für andere sexuell konnotiert. Wenn das angesprochen wird, hinterfragt das mein Dasein als asexuell und verunsichert mich leicht. Früher, Schulzeit, war es allerdings schwerer als heute, Uni, Erwachsenendasein. Eine weitere Antwort hier ist: Oh ja, sensuelle Handlung führt oft zu sexueller Handlung, bei denen ich unsicher war, ob ich sie wirklich möchte. Und auch die romantischen Gefühle, die anderen eventuell entwickeln, haben mich oft verwirrt. Also dem ersten Teil kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Gut, den zweiten, ja klar, ich habe ja romantische Gefühle. Dementsprechend, das verwirrt mich natürlich nicht.
habe noch eine Person, die ich gern vorlesen möchte, für die das nicht so ist. Und zwar schreibt eine Person: Nein, für mich ist sensuelle Anziehung nichts inhärent Sexuelles und somit absolut damit vereinbar, dass ich asexuell bin. Tja, ich denke, dann gehen wir mal zur nächsten Frage über. Und zwar lautet diese: Glaubst du, dass du sensuelle Interaktion durch deine Asexualität und/oder Aromantik intensiver erlebst? Und wenn ja, würdest du den Zusammenhang beschreiben? Beziehungsweise wie würdest du diesen Zusammenhang beschreiben? Ich habe mir über diese Frage den Kopf zerbrochen, seitdem ich sie zum ersten Mal gehört habe. Und ich kann sie nicht gut beantworten. Also vielleicht, dass es einen anderen Stellenwert einnimmt, dann, wenn ich wirklich sensuelle Anziehung empfinde, sonst halt auch nicht. Aber ob ich es intensiver erlebe, ich habe da ja auch keinen Vergleich dazu. Geht's mir auch. Wie ist das, wie wäre es, alloromantisch zu sein? I can't Wow. tell. Einen Tag mal alloromantisch sein, das wäre interessant. Aber bitte auch nicht mehr, ich stelle mir es furchtbar anstrengend vor. Ja, oder? Es ist schön, aber ich glaube, aber anstrengend. Also gut, ich bin ja nicht alloromantisch, aber ich sag mal, romantische Anziehung ist gleichzeitig schön und gleichzeitig anstrengend, das Gehirn mal wieder auf Spur zu halten, zumindest bei mir. Yes. In der Na ersten ja. Zeit. Naja, ich glaube, alloromantische und allosexuelle Personen haben da jetzt auch nicht so ein großes Problem damit, die meiste Zeit. Ja, also bei Allosexualität kenne ich einige in meinem Freundeskreis, die da schon Probleme mit haben. Also, wenn sie halt keinen Partner haben, ist das halt irgendwie anscheinend sehr doof, wenn man dann horny ist. Ich kann das nicht nachempfinden, aber so was die so erzählen, denke ich mir so, echt froh, dass ich das nicht habe. Ja, geht mir ähnlich, aber ich kenne Leute, die, also die meisten Leute, die ich kenne, kommen relativ gut klar, egal ob sie allo, aro, allo, allo oder allo, ace sind. Klang gerade so ein bisschen nach Zungenbrecher. Ja, es fühlte sich an wie ein Zungenbrecher. Ich hatte Angst, über meine eigenen Gedanken hier zu stolpern. Intensiver Leben, ich habe keinen Vergleich. Also ich kann dazu nicht wirklich was sagen. Eben, ich auch nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach einen anderen Stellenwert hat oder so. Aber den Tag im Körper einer alloromantischen Person habe ich noch nicht erlebt. Oder auch im Körper einer allosexuellen Person. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr. Also muss ich wohl bei dem bleiben, was ich habe. Spannend finde ich in dem... Also, okay, Yoshi? Ich wollte auch mal auf die Frage antworten. Also ich denke nicht, dass ich Sachen per se intensiver erlebe, dadurch, dass ich Ace oder Aro bin. Aber ich denke, das liegt daran, dass ich meistens mit Allo romantischen und allosexuellen Menschen zu tun habe und deswegen halt immer so ein bisschen drüber nachdenke, was das jetzt für Konsequenzen haben könnte oder so. Ich hatte mal eine Beziehung mit einem Aro-Ace und da konnte ich halt Sachen viel mehr genießen, weil ich halt nicht diese Sorge haben musste, dass das zu irgendwelchen Sachen führt, die ich nicht möchte oder so. Und dann war das halt wirklich ein so, teilweise einfach so spielzeugmäßig, was passiert, wenn ich jetzt da lang streiche, weil es halt nicht irgendwie auf Sex oder sowas rausläuft, sondern ein, dann stellen sich da die Härchen auf, das ist voll witzig. Es ist einfach entspannter gewesen, würde ich sagen. Aber das ist halt nicht dadurch, dass ich Aro Ace bin, sondern dadurch, dass die andere Person Aro Ace war, weil sie dann weniger anstrengend war. Noah, willst du uns eine Community-Antwort vorlesen? Ja, Vorschlag nämlich, weil wir so ein wir konnten ja alle kein so richtiges Ja geben und hier hat eine Person geschrieben: Ja, da für mich Kuscheln Mehrwert ist, weil auf einem Spektrum von keinem Körperkontakt zu Sex, das Sex wegfällt. Dadurch ist Kuscheln intensiver. Hoffe, das macht Sinn. Jo. Ich finde, das macht total Sinn. Ja, denke auch, dass es verständlich ist. Ich werde aber noch eine Antwort vorlesen, und zwar eine, die mit Nein beginnt. Nämlich, nein. Allerdings glaube ich, sensuelle Interaktion mehr auskosten zu können, weil ich keine Angst haben muss, in sexuelle Interaktion überzugehen, dass diese nicht von mir erwartet wird. Sensuelle Interaktion ist immer Selbstzweck und kein Übergang. Das finde ich einen richtig großartigen Satz, den letzten. Den würde ich gern so irgendwie mir auf die Stirn tätowieren, damit Leute das sofort wissen, wenn sie mit mir interagieren.
Well, ja, wobei ich glaube, dass die meisten allosexuellen Personen kein Problem davon haben, von sensueller Interaktion in sexuelle Interaktion überzugehen. Oder zumindest nicht generell. Wobei, ja. Ja, auch da kommt es, glaube ich, drauf an, wie hoch die Libido ist und so, aber. Da können wir doch Und auf Stefan die fragen. Situation. Stefan, was sagst du dazu? Was? Vielleicht ist auch die Frage einfach vielleicht ein bisschen schwierig gestellt, einfach, dass man vielleicht sagt, weniger intensiv, sondern einfach die Gewichtung von dieser Sache ist einfach höher, würde ich behaupten, bei Alus, bei Aero-Ace und dergleichen. Weil tatsächlich einfach für Alu oder halt, was dann wahrscheinlich mich mit definiert, es ist entweder ein Punkt, wo es wirklich aufhört mit dem Kuscheln oder halt einfach ein Übergangspunkt zu etwas Nächsten. Und damit nimmt man das ja unterschiedlich Ja. wahr. Und wenn es jetzt halt als Übergang gesehen wird, klar ist dann halt ist halt einfach nicht ganz so intensiv, weil man sich aufs Nächste halt schon mehr oder weniger freut. Während, wenn man wirklich nur kuscheln will, man einfach das an sich intensiver wahrnimmt. Und was ich auch denke, ist einfach, dass es von Person zu Person abhängig ist und nicht von der Orientierung. Wenn du kuscheln magst, dann nimmst du es einfach viel intensiver wahr und auch wenn du die Person magst, als wenn du das Kuscheln halt nicht magst. Ja, also ich, gerade wie du zu reden angefangen hast, dachte ich mir auch, ich glaube, vielleicht, also ich könnte vielleicht darüber eine Annäherung an die Antwort versuchen, dass ich generell Berührungen recht stark wahrnehme und so. Also vielleicht denke ich, dass ich deswegen jeglichen Körperkontakt sehr intensiv wahrnehme, aber das weiß nicht, ob das an meinen Aspect-Identitäten liegt oder es einfach ein Me-Thing ist. Wahrscheinlich ist eher ein Finding. Finding ist ein schönes Wort. Ich mag das Wort auch. Dankeschön. Gut. Jemand Einwände dagegen, dass wir zur nächsten Frage übergehen? Ja, dann hätte ich hier die nächste Frage, die lautet: Fällt es dir schwer, Personen zu finden, die sensuelle Anziehung erleben und bereit sind, diese in Handlungen umzusetzen, ohne damit romantische oder sexuelle Anziehung zu verbinden? Ja. Ich finde das total furchtbar. Immer wenn ich irgendwie Menschen finde, die nicht Aro-Ace sind, mit denen ich knuddeln möchte, kommt es dann irgendwann mit: Hey, ich habe mich in dich verliebt, oder hey, wollen wir nicht ein bisschen mehr? Und ich denke mir so: Nein. Also, ich hatte bisher erst eine Beziehung, die so wirklich Aro-Ace war, wo das irgendwie gut funktioniert hat. Und ansonsten war es halt immer irgendwie entweder alloromantisch oder allosexuell und dann auf der entsprechenden Ebene oder auf beiden Ebenen, wenn es ein Allo-Allo war, sehr schnell sehr anstrengend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenig Menschen, die Allo sind, können da irgendwie mit leben und Schlussstrichen. Das heißt nicht, dass es die nicht gibt. Es gibt bestimmt einige, allerdings irgendwie gefühlt nicht in meinem Umfeld. Vielleicht ist Informatik auch einfach ein schlechtes Umfeld dafür. Was weiß ich. Stefan hat sich gerade freiwillig gemeldet, glaube ich. Ich habe damit tatsächlich kein Problem. Auf der anderen Seite denke ich mir einfach, wenn das für mich eine romantische oder sexuelle Anziehung hervorruft, ist das in erster Linie mein Problem. Und wenn ich dann mit jemandem rede und der das dann nicht so empfindet, muss ich dann halt damit Ja, das Ding klarkommen. ist, dass, ja. Und dann ist halt die Frage, kann ich damit umgehen? Dann kann ich weiter mit der Person kuscheln oder kann ich halt nicht damit umgehen? Dann muss ich halt sagen, tut mir leid, geht halt Ja, nicht weiter. Beziehungsweise dann wahrscheinlich eher die andere Person, weil ich will ja hattest du dir eigentlich. Workshops für andere Menschen geben, dass die das verstehen? Ja, und das ist, Ich es passiert halt so oft, dass es dann doch zum Problem der Aro und oder Ace-Person gemacht wird. Ace-Spec-Person gemacht wird. Von wegen, ja, irgendwie du hast irgendwas falsch gemacht oder so. Aber naja. meine, selbst wenn es nicht dieses Schulddingens ist, kommt es halt bei mir zumindest häufig dann in Situationen, wo es halt ist so ein: Ja, okay, du hast jetzt vielleicht nichts falsch gemacht, aber das ist halt jetzt der Fakt und es ist halt entweder so ein,
wir reden nie wieder ein Wort miteinander oder wir haben jetzt Sex oder führen eine Beziehung. Ich denke mir so, gibt es nicht irgendwie Spektrum. einen Mittelweg? So, also ich verstehe, dass Menschen vielleicht Zeit brauchen, um darauf klarzukommen, dass sie jetzt keinen Sex mit mir haben können und keine Beziehung mit mir führen können. Ich kann das voll verstehen, wenn sie dann Zeit für sich brauchen, um das zu verarbeiten. Voll okay, kein Ding. Aber dieses, wir reden nie wieder miteinander, finde ich dann doch ein bisschen übertrieben. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Wobei ich sagen muss, dass ich nie, also nicht bewusst nach Leuten für sensuelle Interaktionen suche und daher das Problem nicht habe und daher auch keine Schwierigkeiten habe, mit denen ich auf diese Frage antworten könnte selber, weil dieses Bedürfnis eben nur entsteht in Vertrauensbeziehungen und dann kann ich entweder ja, schade, das ergibt sich nicht oder es ist nicht oder es ist. Aber sonst suche ich halt nicht, weil kein Bedürfnis. Also vielleicht, dass ich auch mal was gesagt habe. Ich kenne Talk to solche us, Menschen. Noah. Ich kenne solche Menschen. Nur, dass ich es halt nicht gesucht habe. Und ja, mit denen kann man einfach kuscheln, wenn man möchte, ohne mehr. Also. Gib die mal ab, ich brauche die auch. Oh, die eine Ja. Person muss ich dir mal vorstellen. Die knuddelt gern. Die würde sich freuen. Also ich kenne auch welche. Es ist jetzt nicht so, als würde ich niemanden kennen. Was ich sagen will, ist, es fällt mir nicht schwer, jemanden zu finden, weil ich habe nie gesucht. Literally, weil Ja, ich kein Bedürfnis hatte zu suchen. gesucht habe ich auch nicht, das muss ich dazu sagen. Das ist, hat sich so gefunden. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich sowas dann finde, wenn ich gerade nicht danach suche. Und wenn ich danach suche, finde ich es nicht. Das ist. Oh, Yoshi! Schreib sie dir doch einfach auf, Naja, wir also ich sind. habe ja, also wenn ich Menschen dann finde, ohne sie zu suchen, habe ich ja trotzdem kein Problem damit. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich bin jetzt exklusiv in allem, was ich tue und deswegen gibt es nur eine Person für alles auf diesem Planeten und ich werde nie wieder was mit anderen Menschen tun. Sein, okay, ich kann mit Menschen knuddeln, wenn ich sie finde und sie mit mir knuddeln wollen, ohne Konsequenzen und dann knuddel ich mit Menschen und freue mich darüber und es gibt dann Phasen, wo ich einen irgendwann sehr großen Kreis davon habe, aber Menschen ziehen halt irgendwann weg oder fangen ihrerseits was Exklusives an, wo Partnerwesen dann ein Problem damit haben, wenn sie mit mir knuddeln, was leider viel zu häufig passiert, oder ähnliches und dann reduziert sich das halt wieder. Da muss ich immer so gucken, dass ich versuche, eine Balance zu halten, dass nicht zu viele Menschen verschwinden, bevor ich neue gefunden habe. Du bleibst jetzt hier. Ja, du darfst jetzt keine Beziehung anfangen mit Leuten, die was dagegen haben, dass du mit mir knuddelst. Du musst jetzt hier bleiben. Oh je. Was sagt die Community? Ja, die Community sagt unter anderem, meiner Erfahrung nach gehen für manche allosexuelle Personen sensuelle und sexuelle Handlungen fließend ineinander über. Eins ergibt sich automatisch aus dem anderen. Da hilft nur, im Vorfeld klar machen, was man möchte und nicht möchte. Dazu fällt mir ein großartiger Spruch von einer Studiekonferenz ein, auf der ich mal war, wo es auch um das Thema Beziehungen ging. Und die Antwort war so ein: Alles kann, nichts muss, redet drüber. Yes. Ich kannte den ersten Teil auch, aber den letzten Satz finde ich besonders gut, den noch mit dran zu hängen. Ja, es ist halt so, Kommunikation löst so viele Probleme. Ja. So fast alle. Ja. Auf jeden Fall ziemlich Oder viele. stellt neue. Ja. Naja, wir haben aber noch mehr Antworten, nämlich weiß nicht, habe das Bedürfnis nur bei vertrauten Menschen, da sind die Verhältnisse bereits klar kommuniziert. Das, ja, so ähnlich geht's mir auch. Hier haben wir auch noch eine Antwort. Früher ja, inzwischen ist es einfacher geworden, seit ich das Vokabular dafür habe und mich mehr mit Menschen verbunden habe, die sich dem Spektrum angehörig fühlen und so weiter. Das ist auch wieder, es ist wichtig, dass du Worte hast, um auszudrücken, was du möchtest und was du meinst. Aber hier ist auch noch eine Person, die hat geschrieben: Ich finde es schwierig, so eine andere Person zu finden, wobei es mir selbst auch nicht leicht fällt. Ja, ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, gehen wir mal zur nächsten Frage. Ja, bitte, ich bin schon ganz gespannt. Ja, Moment, die ist ein bisschen länger. Gebt mir 2 Sekunden. Ah, ja, jetzt. Bist du eher touch-favorable, also berührungswohlgesinnt, touch-indifferent, berührungsgleichgültig oder touch-repulsed, vorsichtig
von Berührungen abgestoßen? Oder empfindest du das je nach Situation, Person, Umständen unterschiedlich? Was hat darauf einen Einfluss? Yoshi, möchtest du was sagen? Ja, ich würde sagen, bei mir ist das sehr stark nach Situation, Person und Umständen unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel psychisch voll gut drauf bin, mit meinem Partnerwesen unterwegs bin, dann bin ich definitiv touch favorable. Wenn ich mit meinem Partnerwesen unterwegs bin, meine Psyche voll am Arsch ist, dann bin ich definitiv indifferent oder repulsed, je nachdem, wie kaputt meine Psyche ist. Und lauter solche Faktoren. Also es kommt auf die Person drauf an, auf meine Psyche, auf welche Menschen um uns rum sind. Das, ja, basically kommt es auf alles drauf an, gefühlt. Aber das kann wirklich von mir komplett von touch favorable zu touch repulsed alles sein. Also das große Spektrum bei mir. Ja, ich benutze ja für mich den Begriff berührungsselektiv, einfach weil ich sehr selektiv auswähle, wer mich überhaupt berühren darf, wer nicht, wie. Wenn ich keine sensuelle Anziehung empfinde zu einer Person, bin ich aber so irgendwo zwischen indifferent und repulsed, also wenn ich einer Person Vertrauen entgegenbringe, dann eher in Richtung indifferent, da ist dann meine Berührungstoleranz einfach höher. Und wenn ich die Person nicht kenne oder der Person nicht vertraue oder nicht genügend vertraue, dann bin ich touch repulsed und ja, das senkt dann eben meine Berührungstoleranz auch sehr, sehr stark. Ich glaube, bei mir ist es ein klares Ampelsystem. Und zwar den meisten Menschen gegenüber touch repulsed. Also wenn ich nicht kenne, da bin ich grundsätzlich erstmal touch repulsed. Wenn ich jemanden besser kenne und mich mit der Person angefreundet habe und ein gewisses Vertrauen da ist, dann indifferent. Und die wenigsten, wie gesagt, dann auch nur in Verbindung mit meiner Demiromantik, jedenfalls bisher war es so, denen gegenüber dann touch favorable. War, wie gesagt, das ist auch so, läuft von, wo haben wir es, repulsed hin zu, über indifferent hin zu favorable eben, so langsam ab, könnte man bei mir sagen. Ja. Wenn ich sensuelle Anziehung gegenüber einer Person empfinde, dann bin ich auch nicht mehr indifferent, dann empfinde ich sensuelle Anziehung. Actually. Ja. Ja. Stefan, kannst du da auch drauf antworten? Auf die Skala? Bei mir ist das relativ einfach. Wenn ich nicht mag, ist es touch repulse. Wenn ich jemanden noch gar nicht kenne, ist es eher so indifferent, weil ich einfach denke, so, gucken wir mal. Und wenn ich mag, ist es dann halt touch favorable. Also das ist dann relativ klar getrennt bei mir. Also bei mir ist das von Umständen und Situationen eigentlich so unabhängig. Also wie ich mich selber fühle, macht da keinen Unterschied. Und wo ich mich befinde, wer da in der Umgebung ist. Das ist interessant, weil das macht bei mir schon, also wie ich mich fühle, das macht schon einen Unterschied, weil also je ausgelagter oder je emotionaler ich bin, auch je negativ emotionaler, umso weniger, umso niedriger ist auch meine Berührungstoleranz, denke ich. Bei mir ist das halt genau umgekehrt, weil je niedergeschlagener und je leerer und alles ich bin, desto fröhlicher bin ich, wenn mich einfach jemand in den Arm nimmt. Ja, bei meiner Mutter scheint das auch umgekehrt zu sein. Und das war auch schon mal kompliziert. Na, bei mir ist das in der Tat einmal auch alles dabei, wenn es mir nicht gut geht. Also es fängt an mit, wenn ich halt irgendwie traurig bin, dass mir halt so ein leichtes Nicht-Gut-Gehen ist, dann finde ich das voll toll, wenn Leute mich in den Arm nehmen und zeigen, dass sie für mich da sind. Das ist großartig, gibt nichts Besseres. Dann kommt eine Phase, wo ich halt schon deutlich kaputter bin. Da bin ich dann touch repulsed und es wehe, jemand fasst mich an, dann springe ich gefühlt 3 Meter hoch und geht gar nicht. Und dann kommt so eins, wo mir einfach alles egal ist, also wirklich alles und dann halt auch Berührung, da kann man mir auf die Nase stupsen, versuchen mich zu kitzeln, es ist mir einfach vollkommen egal, ich bin auch nicht mehr kitzlig und kein gar nichts, ich bin dann, ich existiere. Der Rest ist mir egal. Oh, Yoshi. Das kommt nur ganz selten vor. Ich möchte es bitte mit den 3 Metern sehen. Ja, das ist, also hätte ich zu Schulzeiten gehabt, so beim Stabhochspringen. Bitte einmal vorher piekst, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann springe ich die 3 Meter aber ohne Probleme. Ohne Stab. Ja. Am besten so. Ob ich da eine schlechtere Note bekommen hätte? Ja.
Auch nicht schlecht. Also auf unserer Umfrage haben wir festgestellt, dass wir generell mehr Leute haben, die Touch favorable sind als repulsed, aber es sind durchaus auch ein paar repulsed und indifferent dabei. Und eins davon lese ich jetzt auch gleich mal vor. Generell eher indifferent, wenn ich unter Stress stehe, deutlich repulsed. Wenn ich niedergeschlagen oder ausgelassen bin, eher favorable. Ich habe hier eine sehr person- und situationsabhängig. Beziehung muss stimmen. Person ist noch wichtiger als Situation, aber beides muss passen. Ja. Und ich habe noch eine letzte, nämlich eher touch favorable, aber durchaus nach Situation, Person, Umständen unterschiedlich. Ich glaube, es wäre auch irgendwie eher ungewöhnlich, wenn das bei einer Person immer, immer, immer gleich ist, ohne irgendwelche Faktoren. Wir haben noch eine letzte Frage aus unserer Umfrage. Und zwar, verändert sensuelle Anziehung für dich die Kompromissbereitschaft in Bezug auf sexuelle und romantische Handlungen? Noah, magst du beginnen? Klares Nein. Weil es ist umgekehrt. Romantische Anziehung verändert bei mir die Kompromissbereitschaft zu sensueller, die ja dann meistens auch kommt. Und naja, eher so im, wenn es denn unbedingt sein muss, auch sexueller Handlungen. Aber das ist echt eher, naja, ja, ich vergleiche das immer gerne mit Abwaschen. Man macht's, aber schön finde ich es nicht. Das muss ich mir merken als Beispiel. Okay. Das ist großartig. Joachim möchte gleich weitermachen. Ja, kann ich gerne machen. Ich kann allerdings die Frage nur halb beantworten, weil ich in den 25 Jahren meines Lebens bisher nicht gelernt habe, was romantische Handlungen sind, und ich werde es vermutlich auch niemals lernen oder verstehen. Und ich finde, es sollte keine Kompromissbereitschaft in Bezug auf sexuelle Handlungen geben. Also wenn eine Person da keinen Bock drauf hat, dann lässt man es halt. Sollen die Leute doch woanders vögeln gehen? Ja, also bei mir ist es nicht so ganz, dass es die Kompromissbereitschaft verändert, sondern es ist eher ein, wenn ich eine Phase habe, in der ich Sex tendenziell, ja, wenn ich jetzt okay sage, klingt das nicht ganz richtig, aber es gibt wenige Phasen in meinem Leben, wo ich Sex mehr oder weniger gut finde. Nicht auf dem gleichen Level wie Alois, aber für meine Verhältnisse gut. Es ist dann nicht abwaschen, es ist dann, was weiß ich, mir fällt kein gutes Beispiel ein. Aber es ist besser als abwaschen. dann ist es so, dass sensuelle Anziehung und sensuelle Handlungen dazu führen können, dass ich eventuell Sex habe, aber bloß weil ich halt Sex jetzt nicht ganz furchtbar finde in den Momenten, heißt das halt auch nicht, dass ich Sex haben muss. Also es ist halt so ein, ja, wenn ich dann irgendwie Sex haben könnte, dann ist das nice, und wenn nicht, dann stört mich das halt überhaupt nicht. Und ja, irgendwie sowas in der Art. Grundsätzlich verständlich. Ich möchte hier nur kurz was anhängen, nämlich das für mich beinhaltet Kompromissbereitschaft in Bezug auf sexuelle oder romantische Handlungen schon, dass du in der Lage bist oder eine gewisse Bereitschaft besteht, sich von seinem Punkt zu bewegen. Also, weil wenn jemand das gar nicht will, dann sollte es natürlich keinen Kompromiss geben. Aber wenn da diese Bewegungsfreiheit besteht, dann finde ich, ist Kompromissbereitschaft schon etwas Sinnvolles, was auch sein kann und darf. Ja, also deiner Aussage stimme ich definitiv zu. Also wenn jemand gar keinen Bock hat, sollte es überhaupt nicht in der Frage sein. Aber auch wenn es für jemanden jetzt sowas ist wie abwaschen, so, es ist jetzt nicht das Furchtbarste der Welt, es ist jetzt aber auch nicht irgendwie toll oder spannend, es ist halt, ich meine, also, so wie ich Sex verstehe, ist es doch etwas, was beiden Spaß machen sollte. Und wenn jetzt eine Person da nicht wirklich Spaß dran hat, so, wozu? Also dann sucht man, also dann würde, also in meinem Verständnis wäre es dann sinnvoller, sich Menschen zu suchen, die da genauso viel Spaß dran haben, weil es dann mehr Spaß für alle ist. Aber also, ich habe da schon diverse Diskussionen drüber geführt und Menschen also sind komisch. Ich denke, das kommt davon darauf an, was beide Sexualpartner oder Personen oder alle Personen in question wollen damit und was für sie der Grund ist, das zu machen. Und wenn das jetzt nicht in erster Linie Spaß ist, dann ist es eben nicht in erster Linie Spaß. Wenn es das ist, dann stimme ich dir natürlich zu. Wenn es nicht ist, eben nicht. Meine Antwort ist, ich denke schon, ja. Also ich bin mir sogar relativ sicher.
Ich bin nur immer noch am drüber nachdenken. Joa. Genau. Also ändert bei mir auf jeden Fall schon etwas in die Richtung. Kommt aber auch auf die Handlung an. Also es gibt Handlungen, da habe ich einfach wenig bis keine Kompromissbereitschaft und da gibt es Dinge, da macht das schon einfach auch einen Unterschied. Würde ich vorschlagen, wir schauen mal, was die Community so gesagt hat. Und ich habe hier eine Ja. Antwort. Ich finde die Community immer super spannend. Es ist so viele verschiedene Eindrücke. Es ist Wir cool. können immer Die nur so Community wenige ist cool. vorlesen. Das ist schade, aber das wird sonst zu viel. Ist ja so schon viel. Wir haben eine super tolle Community, Ja, Noalis, vor. das auf alle Fälle. Also, die Person hier hat geschrieben: No way. Das Einzige, was mich bei sexuellen und romantischen Handlungen kompromissbereit werden lassen könnte, ist eine vertrauensvolle Beziehung. Also muss keine offizielle Partnerschaft sein, aber eben eine vermutlich langfristigere, schöner Kontakt miteinander, in dem man auch sprechen kann, was man sich wünscht und was nicht. In so einem Kontakt kann ich es auch total genießen, der anderen Person etwas Gutes zu tun, was nicht oben auf meinem eigenen Wunschzettel steht. Ja, nachvollziehbar, abgesehen davon, also für mich nur halt Vertrauensbeziehung bedingt halt bei mir sensuelle Anziehung und daher, und nur eine Vertrauensbeziehung macht's halt für mich dann auch nicht. Muss schon sensuelle, sexuelle Sache dabei sein. Ich würde noch eine längere Antwort vorlesen, nämlich ein Ja. Und zwar, ja, vor einem Jahr hätte ich Nein gesagt, weil ich mich als sehr sex repulsed gesehen habe. Durch die enorm enge Bindung, das starke Vertrauen, die romantische und sensuelle Anziehung zu meinem Partner bin ich allerdings inzwischen viel kompromissbereiter und bei einigen Handlungen, die für mich irgendwo zwischen sensuell und sexuell liegen, hat das sogar dazu geführt, dass ich sie mag und oder von mir aus suche. Das ist allerdings keine sexuelle Anziehung, sondern die sexuell konnotierte Handlung ist einfach etwas, das meine sensuelle Anziehung ergänzt, erweitert. Sex als Komplettevent ist aber immer noch eher zwischen neutral und abgeneigt, wenn auch ich nicht mehr ganz so abgestoßen wäre, weil ich meinem Partner dadurch wenigstens sehr nahe sein kann. Und mich im Zweifel dann einfach auf diese Nähe oder sein Gesicht oder ähnliches konzentrieren kann. Ich finde es immer schön zu sehen oder zu hören oder zu lesen, wie unterschiedlich Menschen einfach sind. Ich finde das so. Ich weiß nicht, ich finde die facettenreiche oder die Verschiedenheit und die Vielfalt von Menschen so schön. Ja, das macht doch Spaß, jede einzelne eurer Antworten immer wieder zu lesen, die ihr in den Umfragen gebt. Ja, auf jeden Fall interessant zu erfahren, wie so jeder zu den verschiedenen Sachen steht. Voll. Noch Ja. eine kürzere Antwort. Nein, nicht mehr, seit ich Boundaries setzen kann und mehr auf mein Körpergefühl höre. Aber das finde ich eine ganz wichtige Sache, dass Menschen auf ihr Körpergefühl hören und sich auch selbst genug vertrauen, um Grenzen zu setzen. Dazu zu sagen, okay, nö, das ist jetzt für mich so weit, wie ich das möchte und das war's und das auch durchzusetzen. Voll, weil auch wenn ein Kompromiss darauf beruht, dass ich einfach keine Grenzen setzen kann oder dass eine Person keine Grenzen setzen kann oder irgendwelche Grenzen überschritten werden, ist es kein guter Kompromiss, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber das ist halt auch so, was ich halt, also ich hatte früher persönlich Probleme damit, Grenzen zu setzen. Und das hat bei mir in der Tat zu Beziehungsproblemen geführt, weil mein Partner kann nur meine Grenzen achten, wenn ich diese kommuniziere. Ja, Und genau. dann hatte ich das in der Tat, dass halt Leute da saßen mit, wieso hast du das nicht gesagt? Ich da saß, ist eine gute Frage. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, so zu sagen, okay, das sind meine Grenzen und dann sollten die Menschen das respektieren, aber geht halt, wie gesagt, nur wenn man. Kommunikation, es läuft auf Kommunikation raus. Ja, ich glaube, ich komme halt eher aus der anderen Richtung, weil ich immer
meine Grenzen in allen Dingen sehr hart markiert habe und sehr hart gesetzt habe, auch dort, wo ich nicht hätte müssen. Und dann Menschen auch, also für mich war quasi die Devise, Angriff ist die beste Verteidigung, und so ist es gelaufen, war auch nicht gut. Hab das lieber ein bisschen zurückgeschraubt, und deswegen ist es für mich auch so ein Ding zu sagen, ich kann Kompromisse eingehen, aber ich glaube, es sind auch so ein bisschen die Richtungen, aus denen man kommt. Und wie unterschiedlich und vielfältig wir alle wieder sind. Ja, dafür gibt es ja Spektren. Yes. Die vielen, vielen Spektren, ein Lieblingswort von mir. Sind wir nicht alle in Spektren? Entschuldigung, nicht Ja, ich raus. habe auch überlegt, wie ich da einen Witz draus machen kann. Kommen wir nun zu unserer Lexikon-Ecke. Diesmal haben wir uns das Wort Touch Starvation bzw. Touch Starved zu Deutsch Berührungsmangel rausgesucht. Dieses Wort oder beziehungsweise diese Wörter meinen ein starkes Verlangen nach positivem Körperkontakt, also diesen zu erfahren, beziehungsweise sie meinen eben, dass man richtig ausgehungert ist danach, nach eben Körperkontakt und Nähe. Ein bisschen abgeschwächt dazu gibt es auch noch die Wörter Berührungshunger, Skin Hunger, Touch Hunger oder, was ich recht niedlich finde, unterkuschelt. Wie immer gibt es heute nicht nur ein Lexikon, sondern auch eine Literaturecke. Und zwar möchte ich euch hier zuerst auf den Blog von Aktiv Aro hinweisen, aromantik.de. Da war diesen Jänner das Monatsthema sensuelle Anziehung, und ihr werdet einige interessante Beiträge auf dem Blog finden zum Thema. Den Link findet ihr in den Shownotes. Außerdem haben wir euch zwei Dokumentationen verlinkt, die beschäftigen sich damit, was positiver Körperkontakt in Menschen auf einer biologisch-hormonellen Ebene auch auslösen kann, was positiver Körperkontakt mit uns macht, warum es vielen Menschen gut tut, sich zu berühren, und was Berührung bewirken kann. Dabei ist die Dokumentation von Spektrum die neuere, aber auch die Dokumentation von MDR beinhaltet einige interessante Bereiche oder einige interessante Themen, die in der anderen Dokumentation nicht vorkommen. Also ich würde euch beide herzlich empfehlen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Kommen wir zu unserer Reflexionsfrage. Was nehmt ihr aus dieser Folge mit? Ich würde sagen, Yoshi, magst du anfangen? Ja, sehr gerne. Was ich aus dieser Folge mitnehme, ist definitiv ein neuer, netter Mensch, weil ich habe Stefan kennengelernt, das war schon mal gut. Und ansonsten in der Tat sehr, sehr viel zum Nachdenken. Also gerade eure Eindrücke und die aus der Community haben halt teilweise nochmal irgendwie so Denkprozesse angestoßen, über die ich in der Tat noch nachdenken muss, mich damit beschäftigen muss. Weil es einfach neue Perspektiven sind, die ich halt vorher nicht unbedingt auf dem Schirm hatte manchmal. Und jetzt muss ich mir dann noch das irgendwie in mein Weltbild teilweise integrieren, um danach ein hoffentlich besseres Weltbild zu haben. Nice. Ich glaube, ich habe vor dieser Folge noch nie so, also ich meine, ich habe schon über sensuelle Anziehung nachgedacht. Es liegt irgendwie in der Natur des Finns, dass es viel nachdenkt, aber ich habe noch nie so viel über die Zusammenhänge zwischen sensueller und sexueller Anziehung für mich nachgedacht und mich noch nie so damit beschäftigt. Viele Dinge, die ich noch nicht in Worte fassen kann, beziehungsweise die ich jetzt auch eure Fragen nicht beantworten kann, konnte, aber jo, ist in meinem Kopf, arbeitet. Mal sehen, was rauskommt. Ich spiele den Ball zu Stefan. Juhu. Fang. Was ich daneben Oh. was ich daraus mitnehme, ja, ich würde auch sagen, erstmal drei nette Menschen, die ich kennenlernen durfte. Das hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Allgemein halt alles zu sensueller Anziehung, weil ich mir tatsächlich bisher noch nie über sowas Gedanken gemacht habe, genauso wenig über die einzelnen Spektren, die es so gibt. Es ist durchaus interessant zu erfahren und mal Einblick in
die Sichtweise anderer zu bekommen. Das hilft auch, wenn man Leute kennenlernt, andere zu verstehen. Und ich finde das halt sehr interessant, weil dann kann ich auch besser auf die anderen eingehen, als immer nur alle niederzuknuddeln und dann sich zu wundern, da mag jemand ja doch nicht. Ups. Hoppala! Also, wenn du mir jetzt begegnest, verstehen wir uns besser. Denke schon. Ich Gut. würde zwar wahrscheinlich trotzdem versuchen, dich zu knuddeln, aber ich wüsste zumindest. Ich könnte wahrscheinlich Zeichen besser deuten. Okay. Wir müssen das Lied umdichten. Nicht küssen verboten, sondern knuddeln verboten. Yes, Das Noah. klingt so grauenvoll. Körperkontakt Ja, tut verboten, es. Körperkontakt verboten. Was ich an zu dem Vers war's. Noah, was nimmst du dir aus der Folge mit? Frauen. Also auch wieder diese ganzen unterschiedlichen Ansichten. Ich finde das immer wieder toll, auch was die Community so geantwortet hat. Das ist einfach phänomenal. Und ja, es erweitert einfach den eigenen Horizont, weil ich konnte es vorher immer nicht verstehen, warum sind andere Menschen so knuddelig. Und ich glaube, jetzt kann ich das ein bisschen mehr nachvollziehen. Und ja, ich finde es einfach schön. Und vor allen Dingen nehme ich mit, dass ich ein wunderschönes, ein angenehmes Gespräch hatte mit drei wundervollen Menschen. Und das macht mich sehr glücklich. Ja, das war Juhu! ziemlich cool, das stimmt. Und man versteht sich auch tatsächlich besser nachher. Ja, und das hat mich natürlich auch sehr gefreut, euch kennenzulernen. Stefan und Joschi kannte ich ja schon. Mir bleibt jetzt noch, mich bei euch zu verabschieden und euch dafür zu danken, dass ihr dabei wart. Danke für das coole Gespräch. Danke für die coolen Eindrücke, für diese coole Folge, die ihr hier mitproduziert habt und in der ihr gesprochen habt. Eure Perspektiven waren sehr bereichernd. Vielen Dank und gerne wieder. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Vielen Dank fürs Tschüss. Einladen. Tschüss. Danke von meiner Seite. Tschüss. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Bleibt uns noch, uns zu verabschieden. Beziehungsweise, wir wollen uns noch bedanken vorher. Und zwar hat uns bei der Vorbereitung also wir beide waren an der Vorbereitung beteiligt und das Tenner hat uns auch tatkräftig unterstützt. Und das Tenner war auch zeitweise anwesend bei der Folge und hat zugehört und uns mit Kommentaren unterstützt. Den Schnitt bei dieser Folge macht diesmal Melle. Und ja, wir möchten uns natürlich nochmal recht herzlich für alle bedanken, die uns die ganzen Fragen mit zugeschickt haben und eben auch an alle Leute, die Fragen beantwortet haben. Das hilft uns sehr und es ist immer wieder schön, eure Antworten zu lesen. Ja, genau. Und jetzt seid ihr dran, wenn ihr irgendwelche Gedanken zu den Inhalten dieser Folge habt, zu den Fragen, wenn ihr noch Perspektiven beisteuern wollt oder könnt, dann meldet euch bei uns. Wenn ihr Kritik, Lob, Vorschläge habt, dann meldet euch ebenfalls gerne. Unsere Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes. Aktuell könnt ihr auf unserer Website inspektrum.eu kommentieren oder euch auf Twitter, Facebook, per Mail und Instagram mit uns in Kontakt setzen. Ja, genau. Und natürlich findet ihr euch uns auch auf dem Aspect German Discord Server. Und das alles findet ihr auch in den Shownotes, wenn ihr es euch jetzt nicht gemerkt habt. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Tja, und damit sind wir auch schon wieder fertig mit der Folge 14. Und wir machen uns wieder ans Vorbereiten der nächsten Folge. Also, ciao. Bye.